willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer etwas anderen Ausgabe von 3 nach 9. Wir haben heute kein Publikum, wir haben weniger Gäste, wir haben Sicherheitsabstand, aber Giovanni und ich sind für Sie da. Ja, und wir sagen jetzt schon Dankeschön bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und ausnahmsweise und ganz besonders bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Bremen, die trotzdem ins Studio heute gekommen sind, weil sie wie Judith und ich der festen Überzeugung sind, dass sie weiter ein Anrecht haben auf Information und am Freitagabend vielleicht auch auf etwas Ablenkung. Und wir sagen Danke bei den Gästen, die heute Abend hier sind und ganz wunderbare sind. Genau, er musste zwangsweise 2 Wochen lang pausieren, denn der NDR schickte ihn in Quarantäne. Wie er, der Umtriebige, das ausgehalten hat. Und was er in den vergangenen fast 50 Jahren NDR noch so alles erlebt hat, denn wir wollen nicht nur über Corona sprechen, das erzählt uns Kultmoderator Carlo von Tiedemann. Was dürfen wir noch in Zeiten von Corona? Was sollen wir machen? Und welcher Sinn steckt dahinter? Das fragen wir den Mediziner und Doktor der Philosophie, Professor Eckhard Nagel. Und Sie lernen diese tolle Frau kennen. Sie ist mehrfache Meisterin im Schafehüten und hat eine ganz besondere Verbindung zu Tieren. Und zu denen ist der Sozialkontakt ja Gott sei Dank noch erlaubt. Die wunderbare Anne Krüger-Degener ist hier zu Gast. Schön, dass Sie da sind. Es sollte ein traumhafter Familienurlaub werden. Er endete mit 140 Tagen Geiselhaft im philippinischen Dschungel. 20 Jahre ist das jetzt her. Wie verändert man sich nach einer solchen Extremerfahrung? Fragen wir den Resilienzexperten Marc Wallert. Herzlich willkommen, Herr Wallert. Wie bewertet er das aktuelle Krisenmanagement der Bundesregierung und ist ihm eigentlich noch zum Lachen zumute? Eigentlich sollte er jetzt auf der Bühne stehen. Ausnahmezustand heißt sein Programm. Wie passend, unerwartet sind wir heute sein Publikum. Wir freuen uns auf Florian Schröder. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Welt befindet sich in einem Zustand der Unsicherheit. Abstand halten, solidarisch sein, das sind derzeit unsere größten Aufgaben, aber derzeit auch unsere größten Herausforderungen. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir verzichten auf Publikum hier bei 3 nach 9 bei Radio Bremen. Wir halten Sicherheitsabstand und zwar nicht nur hier in dieser Sendung, sondern auch hinter den Kulissen und wir senden mit einem stark verkleinerten Team. Noch gibt es hier bei Radio Bremen keinen, ich sag mal, Krankheitsfall, niemanden, bei dem Corona diagnostiziert wurde. Aber wir haben jemanden hier in der Runde, der bereits 2 Wochen in Quarantäne war wegen Corona. Und zwar ohne, dass er tatsächlich erkrankt war. Carlo, schön, dass du bei uns bist. Ja, ich finde es auch toll, vor allem. Ich muss erst mal erklären, für mich ist das hier eine besondere Sendung bei euch bei Radio Bremen. Ich kann nach, glaube ich, 50 Jahren mal wieder mit einem sogenannten Knochen arbeiten. Ja. Wir, die Gäste, durften wählen zwischen Anstecker, der uns zugereicht wurde, also nicht von den Kollegen dann per Körperkontakt an den Körper geknallt, sondern bitte hier mach selbst. Und ich habe mich sofort für den Knochen entschieden, weil das ist so lange her, dass ich diesen berühmten Knochen in der Hand haben durfte. Und wie war die Frage nochmal? Du darfst heute erzählen, ja, was du möchtest. Aber eigentlich wollte ich wissen, warum du in Quarantäne warst. Ja, wir waren in Florenz. Dort studiert unser Sohn mit großem Erfolg an der Kunstakademie Malerei. Und er wurde 20 und da bin ich mit meiner Frau und meiner jüngsten Tochter Victoria runtergeflogen nach Florenz. Damals, Giovanni hat es bereits bestätigt, war die Toskana sozusagen frei jeglichen Verdachts. Bis heute ist es so, dass die gesamte Toskana, ich glaube, eines der wenigsten befallenen Gebiete ist in Italien. Als wir vor mittlerweile 300 Wochen da waren, hat man nichts gemerkt von diesem Grauen, das uns alle umgibt weltweit. Und es war ein fast normaler Urlaub. Es waren alle Museen geöffnet, alle die Orte, die man anlaufen musste. Und wir haben das auch getan. Das zweite Mal, dass wir da waren in Florenz. Und da muss ich ganz kurz, bevor ich dann in die Tiefe gehe, etwas erzählen, was mir wirklich wie eine Farce vorkam. Wir sind geflogen von Hamburg nach Frankfurt. Und von Frankfurt nach Florenz, sind in Florenz aus der kleinen Maschine ausgestiegen. Da standen die kleinen Geisterchen ganz in weiß mit der Fieberpistole, bupp und so, Paletti alles durch. Auf dem Rückweg sind wir in Florenz eingestiegen, zack, aus Florenz, nach Frankfurt. Keiner hat uns kontrolliert.
Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, jetzt kommen wir mit der Maschine von Deutschland nach Florenz, Italien. Und ich sehe das ein, dass die Leute uns kontrollieren. Wir sind kontrolliert worden ohne Ende. Aber der Rückweg, wir hätten uns ja vielleicht infizieren können. Keine Sau hat uns kontrolliert. Konntest du denn verstehen, dass der NDR dann quasi vorsorglich gesagt hat, sofort, du bleibst mal zu Hause 14 Tage? Sofort, ja genau. Mir wurde bei Ankunft in Hamburg dann meine Kollegin oder meine Chefin Sabine Rosbach hat mich da angerufen und gesagt, es würde uns allen doch eine gewisse Beruhigung geben, wenn du uns fernbleibst. Oh, wie gesagt, Mann. Aber ich habe sofort eingesehen. Damals war noch nicht der Status, den wir jetzt hatten. Und du musst dir vorstellen, also jeder hat, glaube ich, viel zu erzählen im Moment. Aber weil du Florenz sagst, ich habe einen Cousin, der in Mailand arbeitet, auch im Fachgebiet, das für dein Kind so wichtig ist, nämlich ist Museumsdirektor, arbeitet in Mailand. Seine Familie lebt in Florenz. Ja. Und muss jetzt in einem Zimmer abgetrennt von der Familie leben. Mhm. In Florenz. Häusliche Quarantäne. Quarantäne. Was richtig ist, sagt der Mediziner, gerade Professor Nagel. Aber es ist etwas, was, also wir versuchen ihn mit Telefonaten bei Laune zu halten. Aber es ist eine unfassbare Situation. Getrennt von den Kindern und von seiner eigenen Frau. Ja, Giovanni, du hast ja einen Teil der Familie auch in Italien, ja, ne? Um die du dir Sorgen machst. Ja. Wie ist das bei dir, Carlo? Ist dein Sohn noch dort? Nein, er ist mit uns zurückgeflogen. Rechtzeitig, weil 3 Tage später wurde dann die Akademie geschlossen und dann begann eben das große weltweite Elend, nenne ich es mal, dieses Unbekannte, was uns alle in irgendeiner Form bedroht. Aber das war noch die Zeit, wo Corona irgendwo da hinten war am Horizont. Corona war schon in den Medien, aber lange nicht so brutal wie jetzt und so nah. Und sonst wären wir auch, wir haben uns die Frage gestellt, was wäre, wenn er jetzt noch in Florenz wäre? Mhm. Mein Sohn ist ein sehr vernünftiges junges Kerlchen mit 20 Jahren. Er hat sich sehr vorgesehen. Sie hatten eine WG dort, eine Susanna aus New York und eine Ila aus Neuseeland. Und die drei haben sich bestens verstanden, ein halbes Jahr lang. Aber dann hast du gemerkt, je näher Corona kam, umso unruhiger wurde es. Mein Sohn ist eine ganz coole Socke, hat nie Mama und Papa angerufen und gesagt, holt mich hier raus, das ist Quatsch. Aber die Amerikanerin, die New Yorkerin, ist dann 3-4 Tage, bevor es richtig eng wurde, dann von den Eltern regelrecht zurückgeholt worden, Direktflug. Und die Ila aus Neuseeland hat, glaube ich, 4-5 Tage gebraucht bis Wellington, also über 1000 Umwege. Bis er da war. Und da hast du schon gemerkt, da konnte man schon von einer von einer Art Panik reden, weil es musste jetzt ganz schnell gehen, alles ganz schnell, nur raus. Mhm. Und wie es heute ist, heute an diesem Freitag, wissen wir alle, es ist eine unwirkliche Zeit für mich. Mhm. Für uns weil alle. Ich nicht weiß, wo ist der Gegner? Hier sitzt der Fachmann. Aber es ist eine gute Beschreibung, Carlo, wie sich letztendlich das Coronavirus verteilt auf der Welt. Ich meine mit Amerika, mit Neuseeland, aus Italien heraus. Sozusagen einmal dargestellt, wie eine Pandemie entsteht in der heutigen Zeit. Und wenn man Sie fragt, haben wir schon den Zipfel eines Erfolges, dann müssen Sie sagen, nein. Kommt darauf an, wo man hinguckt. Ich glaube, es gibt einige Bereiche in der Welt, gerade wenn man jetzt nach Asien schaut, wenn man nach Taiwan guckt, wenn man nach Singapur guckt. Das sind alles Länder, auch Südkorea, China, Länder, die mit dieser Situation schon gut umgegangen sind. Denn da läuft es ja schon seit 10 Wochen, 11 Wochen. Aber bei uns ist es eben auf dem aufsteigenden Ast. Ja. Wir reden, das vertiefen wir auch noch nachher im Gespräch. Mich würde sehr interessieren, Florian Schröder, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Aber Sie sind hier, weil Ihre Vorstellung ausgefallen ist. Wo wären Sie denn gewesen heute? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht mehr. So schnell ändert sich das, weil man plötzlich sich der neuen Situation anpasst. Ich glaube, ich wäre heute in Baden-Württemberg gewesen. Morgen ist Samstag. Morgen wäre ich mit meinem lieben Freund Peer Steinburg in Stuttgart im Theaterhaus aufgetreten. Und gestern in Bayern. Und nächste Woche auch wieder irgendwo. Also bei mir ist im Grunde genommen schlagartig von heute auf morgen 6 Wochen Shows weggebrochen. Ich habe wahnsinnig viel Zeit. So viel Zeit wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Und so wenig Einnahmen wie noch nie wahrscheinlich, ne? Seitdem du auf der Bühne stehst und erfolgreich bist. Ja, uns gilt, um den alten Satz zu sagen, no show, no snow. Und das ist ja auch völlig okay. Insofern, als
Die Veranstalter darben selbst natürlich in solchen Situationen. Da wäre es charakterlos zu sagen, hallo, es fällt aus, jetzt zahlst du aber mal. Hier irgendwo im Vertrag war mal irgend so eine Klausel. Das macht man. Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihr Publikum dafür Verständnis hat? Ja, absolut. Also ich habe die letzten Auftritte gemacht vor knapp 2 Wochen. Ich habe gesagt, ich trete so lange auf, wie ich es selbst für verantwortbar halte und wie es auch die Veranstalter selbst für verantwortbar halten. Und ich habe so um den 10. März, als meine letzten Shows waren, also so vor 11 Tagen, auch gemerkt, dass das Publikum sich ausdünnte, dass Karten auch zurückgegeben wurden. Und zwar, weil die Menschen entweder Angst hatten, sich zu infizieren, oder, was noch häufiger war, weil sie Angst hatten einfach, dass die Show sowieso nicht stattfindet und quasi schon mal a priori die Karten zurückgegeben haben, um nicht das Risiko einzugehen, nachher vor verschlossenen Türen zu stehen. Mark Wallert, Sie haben 140 Tage als Geisel im philippinischen Dschungel erlebt und überlebt. Sie haben also schon mal eine existenzielle Krise durchgemacht, die wahrscheinlich noch viel existenzieller ist als das, was wir im Moment jetzt hier gerade durchmachen. Mit welchen Gefühlen gehen Sie durch diese Corona-Krise? Sie haben ja auch 2 kleine Kinder. Ich würde das gar nicht mal so relativieren. Tatsächlich habe ich im Moment fast so etwas wie ein Déjà-vu. So schlimm empfinden Sie das, ja? Naja, die Art und Weise, wie die Menschen auch darauf reagieren und wie sich gerade so die Krise so in den Köpfen eigentlich erst einnistet, das ist eigentlich ganz ähnlich, wie wir das früher erlebt haben. Also erstmal ist es ganz weit weg, irgendwo in Wuhan, dann ganz plötzlich fällt eine Party aus und dann auf einmal kann man vielleicht 2 oder mehrere Wochen zu Hause bleiben. Und jetzt kommen ähnliche Ängste eigentlich hoch, wie wir damals hatten. Und auch gerade so diese Unsicherheit, dass man jetzt eigentlich nicht weiß, wie lange wird es eigentlich dauern. Mal angenommen, man kommt in häusliche Quarantäne, dann ist das ja keine bestimmte Zeit, wo man sagt, 2 Wochen und dann organisiere ich mich, dann geht es wieder weiter. Sondern das kann sich potenziell ziehen. Und genau das ist was ganz Ähnliches, was wir damals auch erlebt haben. Eine Art von Freiheitseinschränkung, Freiheitsberaubung, das ist immer eben unterschiedlich als eine Haft, wo man zumindest weiß, wann man wieder rauskommt und kann die Tage zählen. Und hier ist es eher so, dass ein Tag zum nächsten kommt. Und das ist sehr ähnlich. Herr Nagel ist Doktor der Medizin und der Philosophie. Ich würde Sie gerne ansprechen als Philosophen jetzt und fragen, wenn Sie auf das Land schauen, Sie haben selber als Mediziner gerade gesagt, die Kurve geht leider steil nach oben. Aber wenn Sie gucken auf das Land, in welcher Verfassung sind wir gerade, wenn Sie die Menschen beobachten, wie sie reagieren? Also ich glaube schon, dass wir so langsam im Kopf erst begreifen, wo wir stehen. Nämlich, dass wir tatsächlich in einer existenziellen Gefährdungssituation und gar nicht so sehr auf individueller Ebene, sondern als Gesellschaft stehen. Dass alles sozusagen um uns herum, was wir vermeintlich für unveränderbar gehalten haben, jetzt auf einmal wegbricht. Ich erinnere mich an die Fridays for Future-Diskussion, ja, wo junge Leute auf die Straße gegangen sind und sagten, ihr sollt nicht mehr so viel fliegen. Da haben alle gesagt, ja, ist alles schön und gut, aber das kann man ja nicht ändern, das braucht man heutzutage. Die Fridays. Die Fridays, ja. Und jetzt fliegt kein einziges Flugzeug mehr. Steht also alles plötzlich steht. Geht es. Genau, auf einmal geht es. Insofern glaube ich, das kann man so schnell gar nicht nachvollziehen. Da kommen natürlich viele Ängste dazu. Ich habe heute mit einer Mitarbeiterin, die im Homeoffice ist, telefoniert, die ganz aufgelöst war. Und ich musste erst mal rausfinden, ist irgendwas passiert zu Hause? Und dann wurde deutlich, nein, ich habe gestern die Tagesschau gesehen und da habe ich gesehen, wie in Italien Militärlaster gefahren sind und seitdem kann ich nicht mehr schlafen. In Bergamo, der Abtransport der Särge auf Lastern der Armee. So, also ich glaube, das muss sich gesellschaftlich, individuell und dann gesellschaftlich tatsächlich erstmal finden. Ich glaube, dass es eine große primäre Intention gibt, zusammenzurücken. Und gleichzeitig sehen wir aber, also wir müssen Distanz zusammenrücken. Halten. Genau. So. Ja. Und dieses Problem, dass ich also eigentlich meiner Intention nicht folgen kann, also nicht in die Gruppe der Freunde gehen kann, nicht in die Gruppe der Familie wirklich gehen kann, kleine Kinder sollen nicht zu Großeltern gehen. Diejenigen, die eigentlich Hilfe brauchen, vielleicht in den Krankenhäusern oder aber auch in den Pflegeheimen, nicht besucht werden dürfen, das ist tatsächlich eine Widersprüchlichkeit, mit der die Gesellschaft nur sehr schwer umgeht. Und was kommt dann? Dann kommt Trotz.
Dann kommt sozusagen über den Leichtsinn, den es auch in der Gesellschaft geht. Darüber würde ich sehr gerne. Aber das ist es sozusagen der Trotz. Das ist das, was wir jetzt als Gegenreaktion. Genau, was wir als Leichtsinn sehen. Also so glaube ich, so ambivalent ist im Moment die Verfassung unserer Gesellschaft. Frau Krüger-Degener, Sie sind Tiertrainerin. Welchen Einfluss hat die Krise denn auf Ihren Bereich? Hat sie Einfluss? Ja, total. Also wir haben eine Tierschule, jetzt rein persönlich, die mussten wir genauso schließen, die Mitarbeiter nach Hause schicken. Die Versorgung der Tiere muss ganz normal weiterlaufen. Wir müssen irgendwie versuchen, dieses Leben um die Tiere aufrecht zu erhalten. Und wir wissen auch nicht, ob irgendwo Lieferketten zusammenbrechen werden oder nicht. Machen Sie sich Sorgen, dass Sie kein Futter mehr bekommen für die Tiere? Ja, wir sorgen also schon auch vor, auf jeden Fall. Und müssen natürlich auch gucken, dass wir eine Grundversorgung herstellen können. Also wir haben jetzt Lammungen im Betrieb. Die Tierärzte müssen kommen können im Ernstfall. Also es ist schon wie für jeden anderen auch, wie für die ganze Welt, eine ganz neue Situation. Wir müssen versuchen, unsere Schüler weiter zu bedienen, zu unterrichten, möglicherweise irgendwo dann via Internet. Also jeder muss sich neu erfinden. Jeder Mensch steht jetzt gerade, egal ob reich oder arm, wie auch immer, vor einer völlig neuen Situation und muss irgendwie versuchen, etwas ganz besonders Überlebenstüchtiges davon zu gestalten. Und wir können halt von den Tieren eine Menge lernen, in dem Moment, wo ich einfach begreife, dass wir das Beste aus dem Jetzt machen müssen. Und das ist das, was die Tiere irgendwo können. Weil das stimmt, Tiere denken nicht an Zukunft. Ne? Die feiern den Augenblick. Ja, die feiern den Augenblick. Die nehmen uns schon auch wahr in unserer Ausstrahlung, in unserer Ausdünstung. Möglicherweise nehmen sie Veränderungen und zwar Meinen Sie, die merken das, dass die Menschen gerade so ein bisschen Angst haben und auch unsicher sind? Ich glaube schon, dass sie uns das anmerken. Ich glaube, dass sie merken, dass wir anders riechen, dass wir vielleicht verspannter auch durch die Gegend laufen oder anders reagieren. Trotzdem, also meine vierbeinigen Kollegen machen immer das Beste daraus. Und das Allerbeste ist, sie bringen mich immer noch zum Lachen. Und das genieße ich jeden Tag. Also das ist das Ermutigendste, was ich in den letzten Tagen gehört habe. Wirklich, ein wahnsinniger Satz. Ja, und da habe ich das Privileg, dass ich in dieser Situation leben kann und bin dafür unendlich dankbar, dass ich diese Tiere um mich habe, die mich auch so bodenständig und lebendig erhalten. Also die ganze Welt rutscht ja in eine kollektive Hysterie, in eine Art von Depression. Das ist ja wie ein Totalschaden einer Maschine. Die ganze Maschinerie steht plötzlich still. Wir hatten ganz kürzlich einen LKW-Unfall, da ist die Antriebswelle abgerissen und der LKW mit 90 Sachen voll beladen mit Tieren stand auf der rechten Spur. Und genau das Gefühl habe ich jetzt auch. Nur, dass die ganze Welt diesen Schaden hat, der Antrieb von unserer Gesellschaft steht plötzlich. Ich glaube, das, was Sie vorhin gesagt haben, dass Tiere einem so einen Optimismus geben, weil sie einen auch ablenken und weil sie so im Jetzt sind. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der uns jetzt zuschaut, der zu Hause ein Haustier hat. Ja, ich hoffe das. Also Sie trainieren ja auch Ziegen und Laufenten und Pferde. Aber ich glaube, wenn man eine Katze oder einen Hund hat, das haben ja viele unserer Zuschauer, dann weiß man das auch. Giovanni, ich lade dich hiermit ein, mich zu besuchen mit 1,5 Metern Sicherheitsabstand. Und dann darfst du dich mit meinen Katzen beschäftigen, wenn du Optimismus brauchst. Soll ich dir was verraten? Ich mache dann Fotos davon und poste das. Ja, großer Katzenallergiker. Ach so, ja, nee, aber diese Einladung nehme ich an. Ah, sehr schön. Lieber jede Allergie. Wunderbar. Wir vertiefen das Thema mit Ihnen gleich nochmal auf jeden Fall ein bisschen stärker. Jetzt möchte ich aber zuerst nochmal intensiv zu Carlo von Tiedemann kommen. Erzähl. Weil ich mich gerade gefragt habe, ich kenne dich ja so ein bisschen und du bist der umtriebigste Mensch, den ich kenne beim NDR. Was hast du gemacht in diesen 14 Tagen Quarantäne? Weil du durftest ja wahrscheinlich dein Haus und dein Grundstück gar nicht verlassen, oder? Doch, natürlich. Ja, yes. Aber nur alleine, ne? Irgendwie im Wald? Nein, und so. Wir leben ja auf dem Land. Quickborn ist ja ein ländliches, nicht Dorf, aber eine kleine Stadt. Und wir haben dort bezeichnenderweise das Himmelmoor, ein wunderschönes Naherholungsgebiet mit, ich weiß nicht wie viel, 1000 Hektar Leichtübertreibung. Also du kannst da 3, 4, 5 Stunden gehen, ohne irgendwie einen Zweibeiner zu treffen. Und da war ich dann täglich unterwegs. Das brauche ich jeden Tag, die Natur. Ich bin alleine oder? Allein, immer allein. Das wissen meine Kinder auch. Papa ist unterwegs und darf ich mit? Und das haben die schon von Kindern gehört. Ich muss allein sein. Ich muss dann den Dialog haben zwischen Himmel und Erde. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also habe ich jeden Tag meinen Spaziergang gemacht, mal 2 Stunden gegangen und sonst gelesen. Ferngesehen, rauf und runter, Mittagsschlaf gemacht. Oh, ist das ein Luxus? Den Mittagsschlaf entdeckt. Und ich war, und da muss ich das sagen, was der Prof, oder das aufgreifen, ich kenne keine Angst, auch jetzt nicht in der Situation, weil ich weigere mich,
Angst zu offenbaren. Nicht dieser alte Spruch, Angst frisst Seele auf. Wir haben so viel geschafft, wir Menschen in unserem Leben. Wir werden noch diese schaffen. Mhm. Und ich kann auch ganz schwer nachvollziehen, wenn du in den Zeitungen liest, wegen Scheißhauspapier, Klopapier, da haut man sich an der Kasse, die Panik. Herrgott, nochmal, das ist doch nicht die erste Herausforderung, die wir haben. Mhm. Sie ist bedrohlich, etwas Unbekanntes, was uns weltweit bedroht. Aber ich habe keine Angst. Ich bleibe ein unerschütterlicher Optimist. Der hat mir so oft im Leben geholfen. Und außerdem bin ich ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Er da oben wird schon dafür sorgen, dass wir vielleicht über Monate ein bisschen mehr zu uns selbst finden. Aber er gibt uns nicht auf. Du bist gern. Wir haben zwar kein Publikum, aber Gäste, die auch applaudieren dürfen, natürlich. Wir machen uns selber Mut. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist ein optimistischer Mensch. Das kann ich bestätigen, weil ich dich ja seit vielen Jahren kenne durch unsere Arbeit beim NDR. Ja. Und ich weiß jetzt seit Neuestem, dass sogar das Emoji, das du verwendest, wenn du WhatsApp-Nachrichten verschickst, selbst das hat eine positive, optimistische Ausstrahlung. Ja. Wir können es da mal zeigen. Ich habe mich nur gefragt. Das bin ich. Das bist du natürlich. Also der Bart fehlt. Ja. So, der Pflaum ist da. Ehrlich. Wer hat dir das gebastelt? Das hast du doch nicht selber gemacht, oder? Nein, das hat ein Freund gemacht aus Hannover. Und mit sehr viel Liebe. Erst dachte ich, ich muss ihn verklagen, aber ich finde, das ist schon Carlo. Also ja, der wird natürlich, ich bin vor allen Dingen deshalb auch so begeistert, dass ich das überhaupt gelernt habe. Ich bin ja, du weißt es vielleicht, Judith, wenn ich im Großraumbüro bei uns bei Ende 90,3, dieser herrlichen Welle im NDR, wenn ich laut sage, ich schreibe eine Mail, stehen 10 Kollegen auf und sagen, das will ich sehen. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man Mail schreibt. Ich wollte gerade sagen, es heißt, du würdest es gar nicht können, eine E-Mail schreiben. Und jetzt bin ich sogar Podcaster. Hallo, also da gibt es eine. Ja. Podcast ist schon leichter, Karl. Ja. Für einen Hörfunkmann. Podcast ist wie Radio. Ja, weil meine Kollegin Steffi, wir haben einen Podcast, Grauzone bei Spotify, wo sie zwei Generationen, ich mit fast 100 und sie. Also ich glaube, es ist der einzige Podcast in Deutschland, wo sich zwei unterhalten, die zusammengerechnet weit über 100 Jahre alt sind. Aber ich schweife da ab. Wie war das nochmal jetzt? Ich weiß nicht, ich höre dir einfach zu, weil egal was du willst, es ist immer unterhaltsam. Aber ich wollte eigentlich mit dir über das Emoji sprechen und über den Schnurrbart, weil du bist ja irgendwie mit Dieter Zetsche zusammen der berühmteste Schnurrbartträger, finde ich, in Deutschland. Hattest du jemals eine Zeit, ich meine, du bist jetzt 50 Jahre beim NDR nächstes Jahr, ne? Ohne Schnurrbart? Ich kann mich nicht erinnern. Du meinst im Kreißsaal schon vielleicht? Nein, also ich meine jetzt, also in den letzten 50 Jahren. Hast du zwischendurch mal ohne? Nein, der Schnurrbart entstand, ich hatte eine große Liebe, meine erste große Liebe im Leben. Er ging dann beruflich nach Las Palmas, auf die Kanaren. Und dann habe ich ihr mit ihrem Bruder zusammen einen Strandbuggy vor fast 60 Jahren. Na, 50 Jahre, gute 50 Jahre, runtergebracht von Hamburg nach Cadiz in 4 Tagen, also 3000 Kilometer, war auch nicht so ganz ohne. Und er hat mir in der Zeit einen Bart stehen lassen und sie erwartete mich dann auf der Kanarischen Insel und sagte, das steht dir gut. Wirklich, habe ich gesagt. Nee. Und so stand der Bart und ich konnte mich nie wieder trennen vom Bart und dann kam irgendwann auch so eine Art Barteitelkeit, weil ich dachte, es gibt gar keinen anderen Moderator, der einen Bart trägt. Ja, das ist mein Ding. Gibt es das, Florian Schröder, Barteitelkeit? Das dürfen Sie mich natürlich nicht fragen, weil ich habe diesen 3-Tage-Bart, das hat 3 Jahre gedauert bis jetzt. Aber wahrscheinlich ja, weil jetzt bin ich wahnsinnig stolz, dass er so weit ist und lasse ihn auch immer weiter wachsen, aber es passiert nichts mehr. Also ich glaube schon, dass es das gibt. Ja, weil es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Bärte, also von so 3-Tage-Bärten, so armseligen wie meinen, bis hin zu solchen Karl Diekmann-Rauschebärten, wie der ihn lange hatte. Also ich glaube, ja, also Barteitelkeit, da sind Sie eigentlich quasi mit großem Beispiel vorangegangen, nur dass heute keiner mehr diese Schnauzbärte trägt, die man ja übrigens, wenn man sie anerkennend bezeichnet, auch als Pornobalken bezeichnet. Ja. Ich könnte das drüber sagen, aber ich tue es. Ich zerstöre keine Illusion. Mein Vater hat auch so einen Schnurrbart, seitdem ich ihn kenne. Und er hat ihn einmal abrasiert, weil er wollte nicht so aussehen wie das Foto mit dem Blitzer, wo er mit schnellem Fahren erwischt wurde. Und habe ich angefangen zu weinen, als ich ihn gesehen habe. Ich war da irgendwie 9 Jahre alt, weil das war einfach überhaupt nicht mehr mein Vater. Ich glaube, du ohne Bart, man würde dich nicht erkennen. Nein, das geht gar nicht. Ich habe auch keinen so einen Knutschmund. Ich habe auch keine so richtige ausgeprägte Oberlippe.
Dass wir über Knutsche sprechen würden in dieser Sendung, hätte ich auch nicht gedacht. Aber Oberlippe ist doch gar nicht da. Und das finde ich immer, wenn Menschen keine Oberlippe haben, das sieht mal scheiße aus. Ja. Also wird mein Bart verdeckt, die eigentlich nicht vorhandene Oberlippe. Das ist also auch ein Nebenprodukt des Bartes. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, du feierst im nächsten Jahr großes Jubiläum. Ja. 50 Jahre NDR. Kannst du dich noch an deine allererste Sendung erinnern? Ja. Wahrscheinlich. Die vergisst ja, natürlich, man nicht, ja, genau. Das war im November 1971. Wir hatten eine Schneekatastrophe in Norddeutschland und wir hatten eine Legende im NDR Hörfunk, Hermann Rockmann. Das wird den Älteren und den Zuschauern nur was sagen. Ein grandioser Reporter, ein großartiger Mann, ein schlauer Umsetzer und einer, der uns allen wirklich Respekt abverlangte, weil Rocky war also die Reporterlegende in Deutschland. Mhm. Und ich kam vom Hamburger Abendblatt, war Reporter, hatte mich beim NDR beworben, komme ja aus der schreibenden Zunft, aus der Schreibe. Und es war mein erster Tag beim NDR und ich sollte eine Schnellrecherche machen über das, was in Norddeutschland an Schnee runtergekommen ist. Damals noch NDR 2, muss ich einmal sagen, jetzt nur noch 90er war 3. Aber NDR 2 war damals... Alles mein... eine Familie, Carlos. Ja, okay. War damals mein Arbeitgeber. Und dann habe ich alle meine Freunde angerufen und habe gesagt, ihr müsst diesen Sender einstellen, ich bin gleich im Radio. Und dann bin ich reingerufen worden, damals noch... Originalton Rocky, ein junger Kollege, der seine Premiere feiert in der legendären Sendung Kurier am Mittag, Karl Ferdinand von Tiedemann, bitteschön. Und dann habe ich wollte nur zu Ende kommen, nur zu Ende kommen, diese anderthalb, die nur vier Seiten runtergerattert, dass Rocky zum Schluss sagte, seien Sie mir nicht böse, junger Kollege, ich habe mich eben doch stark an eine Heeresberichterstattung erinnert. Weil ich wollte nur zu Ende. Und ich merkte, mein Kinn wurde immer, ich konnte nicht runter, das war so furchtbar. Das war meine allererste Berührung mit einer Live-Hörfunksendung. Judith, darf ich dir was verraten? Ich kam ja nach Deutschland vor deiner Geburt. Und da gab es schon Carlo von Tiedemann. Das ist die erste Hörfunkstimme zusammen mit Lutz Ackermann. Ja, natürlich. Ja. An euch beide kann ich mich erinnern, schon im Kindesalter. Und was mich so wahnsinnig verblüfft, und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie macht man es, gibt es eine Technik, dass die Stimme nicht älter klingt? Nein, da habe ich großes Glück, das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, wie es kommt, aber ich habe ja auch viel dazu getan in meinem Leben, dass die Stimme etwas angeraut ist. Aber jetzt lebe ich also seit weit über einem Jahrzehnt eben sehr normal und sehr, sehr abstinent und in jeder Beziehung. Und, aber die Stimme ist so geblieben. Aber das ist das, was mich auch immer wieder freut, wenn Menschen mir entgegenkommen. Ich hatte immer schon sehr früh helles Haar. Meine Tochter sagt, weißt du, wie man deine Haarfarbe nennt? Meine Älteste, ich sage, nein, Friedhofsblond. Das ist in Ordnung. Friedhofsblond hat doch sehr viel Nähe für mich. Die Art von Humor ist also erblich. Ja. Dann kam die nächste Frage, dann habe ich gesagt, du wirst enterbt, darauf wenn sie, da ist ja nicht viel. Also insofern war das ganz witzig alles. Nein, und dann hatte ich mit dem hellen Haar und dann kamen mir Leute entgegen, ach, ihre Enkel, ich sage, Moment mal, wie jetzt Enkel? Das ist mein Sohn, der ist 6 und meine Tochter, die ist 2, nicht mit Enkel. Also ich war immer schon älter im Ansehen der Leute, aber wie Sie sagen, ich gehöre so lange dazu, im nächsten Jahr 50 Jahre und ich bin so dankbar dafür, weil das ist so, dieser Beruf ist so verrückt und so, ich kann mir Radio, ein Leben ohne Radio, Fernsehen ist auch prima, wenn Fernsehen kommt, ist gut, aber ein Leben ohne Radio geht nicht bei mir, weil wir eben so schnell transportieren können und wir können die Hörerinnen und Hörer verzaubern mit Musik oder wenn wir gut drauf sind mit Schilderungen, wo dann das Kino im Kopf angeht und die können uns folgen und, oh Mann du. Das ist einfach toll. Was mich gerade überrascht hat, ist, dass du erzählt hast, dass du ganz am Anfang beim Radio so schnell geredet hast, weil du es hinter dich bringen wolltest. Ja. Weil ich nie gedacht hätte, dass du jemand bist, der unter Lampenfieber leidet, weil du eben schon so lange dabei bist. Ja. Warst du anfangs so nervös oder hat sich das verloren? Komischerweise habe ich etwas gemacht. Diese erste Erfahrung mit dem legendären Rocky, mit Kurier Mittag, mit der Winterkatastrophe, war ja meine erste Berührung mit dem Radio. Dann hat sich das aber ganz schnell gegeben und meine allererste Fernsehmucke war für die damals, ja heute kann man sagen, legendäre Aktuelle Schaubude 1974, glaube ich. Und da habe ich intuitiv etwas gemacht, was mir sehr genutzt hat. Wir hatten einen Regisseur, der schon einen Namen hatte,
wo man dachte, oh Scheiße, mit dem Mann zusammenzuarbeiten, egal wie. Und ich war neu, das erste Mal im Studio als neuer Moderator neben Alida Fischer, Alida Gundlach, im Studio. Und er hat mich über Studiolautsprecher angemeckert, und, aber in einem Ton, da habe ich zurückgemeckert. Ich habe gesagt, Moment mal, Herbert, also du sei mir nicht böse, aber nicht in diesem Ton. Und da habe ich gemerkt, wenn du dich nicht gängeln lässt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Ich glaube, dass bei uns allen, die wir in diesem Job arbeiten, eines ganz wichtig ist, wenn du dich verformen lässt oder du kopierst jemanden, bist du tot. Du musst du selbst sein können, und das war ich all die Jahrzehnte. Und das hat mich gerettet. Ich hatte also insofern deine Frage... Entschuldigung, ich hatte nie Lampen, ein richtiges Lampenfieber hatte ich nie. Bis auf diesen allerersten Karl Ferdinand von Tiedemann, Heeresberichterstatter. Da habe ich was anderes gehört, Carlo. Erzähl. Da wurde mir erzählt, aber auch von Kollegen, die schon länger dabei sind, dass das Hafenkonzert, ich sollte einfach nur Stichwort Hafenkonzert zu dir sagen, und dann würde eine schöne Geschichte kommen. Fanta. Aber die ist das zweite Stichwort. Ja, die kann ich aber nicht so... Na okay, pass auf, doch. Das war stimmt allerdings. Ja, das war aber auch so eine Verzweiflungstat. Vor 40 Jahren haben wir die älteste Radiosendung der Welt, das Hafenkonzert, noch übertragen als öffentliche Sendung aus dem Schulower Fährhaus bei uns in Wedel. Und morgens, im Sonntagmorgen zwischen 6 und 8, da waren 1.500 Leute, die meisten hatten durchgemacht, waren also alle in einer Bombenform, das große Hafenkonzertorchester unter Leitung von Horst Frese, werde ich nie vergessen. Und ich hatte meinen ersten öffentlichen Auftritt fürs Radio allerdings, hatte eine weiße Jeans an, und, ach Mann, ich soll es erzählen, ne? Ja, ich muss erzählen. Ich okay. weiß ehrlich ja, ich gesagt gar nicht, welche Geschichte kommt. Die haben mir nur gesagt, frag ihn danach. Es kommt, du hast was völlig Lustiges. Recht. Ich bin auch gespannt. Und Lampenfieber ist richtig. Und hab mir vor Aufregung weiße Jeans in die Hose gemacht. Oh. Jetzt geht's hier los. Runtergeguckt, das ist nicht wahr. Weil du siehst ja, wenn du in die Hose machst, siehst du bei der weißen Jeans, siehst du, da ist etwas im Schritt, was nicht dahin gehört. Oh je. Also was habe ich gemacht? Ich wurde dann mit einem... Zeichen der Aufnahmeleitung gebeten, diese Bühne zu betreten, habe mir ein Glas Bier genommen, und während ich auf die Bühne ging, habe ich es so getan, dass wenn das Bier mir einen Schritt fällt. Oh! Und kaschiert. Ist das nicht sensationell? Carlo, du warst schon damals ein Vollprofi. Ja, aber ich bitte dich, ist das nicht wahr? Kein Wunder, dass du so eine Karriere gemacht hast. Da musst du also drauf kommen. Das war also einfacher Selbstschutz, und dann wussten alle, dieser gelbe Fleck hier, der arme Carlo. Oh. Das war aber Lampenfieber, weil zum ersten Mal auf einer Bühne, erste öffentliche Veranstaltung, stimmt, ja. Das, aber sonst bis heute, toi, 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 Lampenfieber ist mir fremd. Carlo, ich weiß nicht, ob du jemals schon mal so lange ausgesetzt hast wie jetzt mit den 2 Wochen Quarantäne, aber morgen bist du wieder auf Sendung. Um wie viel Uhr können wir dich hören? Ja, ich bin so froh, dass man, um dieses neumodische Wort geil zu gebrauchen, ich freue mich so wahnsinnig nach fast 3 Wochen. Morgen habe ich die große Freiheit von 10 bis 14 Uhr bei NDR 90,3 und freue mich wie ein Kind darauf, weil dieses mit Schlimmste in der sogenannten Quarantäne war, dies nicht Radio machen können. Mhm. Das hat mir sehr gefehlt, die ganze Atmosphäre, das Studio, die Kollegen, der Sender und der Weg von Quickborn zum NDR, Roten Baumchaussee, und dann dies Reinkommen. Und wir sind ja Selbstfahrer, dieses Riesenpult, du kennst es, dass wir alle selbst bedienen können, Monitor und also Regler. Also ohne Techniker, du fährst die Musik ab und alles Mögliche. Ich mache alles, ne? Selbst, ja, genau. Mhm. Also wir, die Moderatoren, müssen alles selbst machen. Mhm. Und ja, und das hat mir sehr gefehlt, und ich bin also so, wenn wir jetzt irgendwann hier gegen Mitternacht fertig sind, rein ins Auto, zurück nach Hamburg, wenig Schlaf, gebe ich zu, aber Hauptsache wieder 7.30 Uhr Sender, und dann ist wie alles so wie früher. Freue ich mich sehr drauf. Carlo, ich hoffe, dass du nach dieser langen Zeit ohne Radio nicht wieder Lampenfieber hast. Nein. Nimm dir ein Bier mit ins Studio für alle Fälle. Danke, dass du bei uns bist. Carlo. Danke. Wobei man noch anfügen muss, geil ist kein neumodisches Wort. Das war, ich hatte so eine kleine Hemmung. Vor 50 Jahren war das. Herr Professor Nagel, ich hänge noch an einem Wort fest, was Frau Krüger-Degner hat fallen lassen. Vorhin, die gesagt hat, wir erleben ja so eine Hysterie. Würden Sie sagen, es gibt Hysterie im Land in Bezug auf Corona? Nein, das empfinde ich nicht so. Ich empfinde eher so, dass man sich eben schwer darauf einstellen kann, was tatsächlich passiert. Dass man so das Gefühl hat, sind all diese
Maßnahmen, die wir hier ergreifen, wirklich notwendig, dieses Infragestellen. Was sagt der Mediziner? Ja, auf jeden Fall. Also das auch, was in Bayern heute noch mal verschärfend angeordnet worden ist. Ja, ich schätze ja meinen Landesvater sehr, aber ob Sie sind das, ja Bayreuther. Bayreuther, genau. Also ob das jetzt in dieser Art und Weise notwendig ist. Es ist ja eine Sanktionierung des Fehlverhaltens. Also wir haben, glaube ich, eine Klarheit gehabt seit Anfang der Woche, dass wir uns deutlich zurückziehen müssen, dass diese Distanz, die wir hier gerade wahren, etwas ist, was wir auch im Supermarkt wahren sollten, was wir auch was überhaupt nicht eingehalten wird, ja, nach meiner Beobachtung. Ja, was man im Alltag, der ganzen Woche, beim Spazierengehen, bei der Arbeit, was man überall wirklich wahren sollte. Und weil das nicht geschieht, kommt jetzt diese Sanktion. Also Sie würden sagen, eher stellen Sie hier und da Leichtsinn fest als Hysterie? Ja, auf jeden Fall auch eine gewisse Ignoranz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also Carlo oder Wallert oder Florian oder Sie. Ich werde nicht gerade bombardiert, aber in regelmäßigen Abständen jetzt versorgt mit Videos von sogenannten Experten, es sind auch Ärzte drunter, vereinzelt, die behaupten, was für eine Aufregung, wenn man sich anschaut, wie hoch die Sterberate ist. Eigentlich ist doch, weil wir haben jetzt mit Beginn der Aufzeichnung haben wir 18.500 registrierte Positive gehabt, gemeldete und ungefähr 50 Tote. Das ist doch etwas, so sagen die, was in jedem Jahr passiert, wenn es um eine Grippewelle gibt. Warum legt man ein ganzes Land, die ganze Welt lahm? Was sagen Sie solchen Leuten, die sich so melden? Und ich merke, dass es sogar im Bekanntenkreis welche gibt, die sagen, ja, was soll man denn da sagen? Vielleicht hat der ja recht. Also ich habe so ein Video bekommen vor... Sie auch, ja? Na ja, vor wahrscheinlich einer Woche ungefähr. Da kam eben, hat mir geschickt ein junger Unternehmer, der um seine Existenz bangt und der natürlich das Gefühl hatte, da spricht mir eigentlich einer aus der Seele. Ich werde hier gerade sozusagen an den Rand meiner Möglichkeiten geführt durch öffentliche Shutdown. Und da sagt jemand, das ist alles gar nicht notwendig. Das will ich ja hören, das ist mir relativ klar. Die Person, die ich da gesehen habe, Sie haben von einem Arzt gesprochen aus dem Norden, die kenne ich seit 20 Jahren oder 25 Jahren und mit der habe ich schon immer Schwierigkeiten gehabt im Hinblick auf die Einschätzung irgendwelcher Zusammenhänge. Und das halte ich auch tatsächlich für zynisch, so auf die Situation zu reagieren und weil, alles schlicht und ergreifend in Frage zu stellen. Denn ich bin jetzt seit dem 26. Dezember mit dieser Thematik beschäftigt und ich glaube, ich habe mich noch nie so oft geirrt wie in den letzten 11 Wochen, weil immer wieder Entwicklungen unvorstellbar waren. Das heißt, Sie haben am Anfang auch eher dazu geneigt, das runterzuspielen. Ich habe vor 4 Wochen einen Vortrag gehalten vor Leitern von großen Unternehmen, die sich die Frage gestellt haben, sollen wir unsere internationalen Meetings, die alle im Frühjahr jetzt anstehen, mit den Kolleginnen und Kollegen aus Asien machen. Und dann habe ich gesagt, nein, das würde ich nicht machen. Ich glaube, dass das mit Gefahren verbunden ist. Zu dem Zeitpunkt wussten wir schon, dass das Virus sehr leicht übertragbar ist. Wenn Sie mich aber Mitte Januar gefragt hätten, hätte ich gesagt, alles kein Problem. Deutlich vergleichbar vielleicht mit Influenza, aber deutlich weniger infektiös. Wenn Sie mich Anfang Januar gefragt hätten, hätte ich Ihnen noch gesagt, naja, eigentlich kann das nur durch Kontakt mit Tieren auf den Menschen übertragen werden. Zwischen Mensch und Mensch gibt es keine Übertragung. Also von daher, glaube ich, müssen wir hier wirklich sehen, dass wir ständig dazulernen. Und wer sich weigert, dazu zu lernen, der wird unter Umständen in eine Situation kommen, wie wir es jetzt in manchen Ländern sehen. Es hat keine vergleichbare Epidemie oder Pandemie gegeben. Und auf dieser Sitzung habe ich dann gesagt, also eine Pandemie glaube ich auch nicht. Haben Sie damals auch gesehen? Da waren Sie in guter Gesellschaft. Ja, da gab es auch noch andere, die das gesagt haben. Ja. Sieht nicht so aus. Ich habe dann eine Klammer aufgemacht und habe gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wo alle Leute, die von den Kreuzfahrtschiffen runtergekommen sind, wo die eigentlich geblieben sind. Das hat nämlich keiner verfolgt. Ja, die da zum Beispiel in Kambodscha von dem Kreuzfahrtschiff runter sind, sind in welche Flugzeuge gestiegen. Und Herr Thielmann, Sie haben es gerade erzählt, Sie haben keine Einreisekontrollen gehabt, es gab keine Beschränkungen. Das war in Europa lange so, das war in Italien lange so. Die Italiener haben
die Flüge nach Wuhan, die haben direkte Kontaktflüge nach Wuhan gehabt, relativ früh beendet. Und damit haben sie gedacht, das Thema ist durch. Mhm. Aber dass über Frankfurt, über London, über andere Städte natürlich viele Chinesen hineingekommen sind. Dass es eine chinesische Kolonie auch in Italien gibt. Genau. Ja. Mehr als 300.000 Chinesen leben dort. So ist es. Ja. Das hat jeder ausgeblendet, weil er dachte, es bleibt weit entfernt. Also insofern, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist groß. Mhm. Das respektiere ich auch. Mhm. Aber wenn man sich vor den Fakten einfach weigert, Kenntnis zu nehmen, dann ist es gefährlich. Und das kritisiere ich auch, weil man natürlich uns anspricht in der Hoffnung, naja, so schlimm wird es schon nicht werden. Mhm. Aber es ist einfach so schlimm, wie es ist. Und wenn wir heute uns anschauen, Sie haben es gerade gesagt, etwas über 18.000 Infizierte. Vor einer Woche hatten wir noch nicht mal 1.000. Ja. Und wir haben das große Glück in Deutschland, dass wir im Moment zumindest, und ich hoffe, das wird auch so bleiben, eine relativ geringe Mortalität, also Sterberate haben. In anderen Ländern ist das dramatisch anders. Und ich fand es von Anfang an völlig zynisch, zu sagen, da ist ja nicht so schlimm. Bei der Influenza, bei der Grippe sterben doch auch so viele Leute. Ja. Was macht denn das schon aus? Also ich meine, jeder, der stirbt an einer Infektionskrankheit, ist doch in sich eigentlich schon eine Katastrophe. Hm. Also insofern hätte eigentlich jeder reagieren müssen und sagen, oh, da kommt noch zusätzlich was auf uns zu, da müssen wir uns zusätzlich schützen. Stattdessen stellt man sich dann hin und sagt, naja, komm. Ja, die Leute fragen sich aber, warum wird da nicht bei einer Influenza das Land stillgelegt? Ne? Warum geht man da nicht in Quarantäne? Denn da gibt es ja auch Ansteckungen von Mensch zu Mensch und in Gruppen. Ja, aber da haben wir eine ganz andere Situation. Da haben wir Medikamente, die dagegen wirksam sind. Wir haben Impfmöglichkeiten. Ja. Jeder von uns kann sich sozusagen impfen. Wir können theoretisch influenza-frei sein, wenn sich alle impfen würden. Wir haben aber viele Leute, die sagen, nee, impfen ist ja alles problematisch, machen wir nicht oder ist mir zu anstrengend, gehe ich nicht hin. Und auch da, also in der Impfmüdigkeit, sehen wir ja schon so eine gewisse Verantwortungslosigkeit, indem man sich nämlich hinstellt und sagt, ich selbst werde nicht betroffen sein, ich bin relativ jung und ob ich einen Alten anstecke, ja oder nein, spielt eigentlich keine Rolle. Ich meine, man lernt wahrscheinlich jetzt in dieser Situation Menschen von der besten und von der schlechtesten Seite kennen. Im Süden Italiens, das war ja eine Gegend, die noch relativ verschont geblieben war, ist jetzt auch eine große Infektionsrate da. Warum? Weil kurz bevor in Kraft trat die Ausgangssperre in Italien, sind gerade junge Leute, noch wie verrückt auf die Züge gesprungen, um in den Süden zu kommen und dort das Virus zu verbreiten. Ja. Da fragst du dich, warum denkt da niemand ein bisschen weiter? Ja? Da nehmen sie ihre Eltern, ihre Großeltern in den Arm und die sterben dann leichter dran als die Jungen. Eindeutig. Eines der Gründe, warum in Italien wir so eine tragische Entwicklung haben, liegt ja daran, dass die Menschen, die in Italien erkranken, tatsächlich die ältere Generation sind. Wir haben einen Altersdurchschnitt von fast 70 Jahren. Oder über 70 Jahre. Am Anfang 80. In der Erkrankten. In Deutschland sind im Moment die Erkrankten im Altersdurchschnitt 47 Jahre. Also deutlich jünger. Es ist also auch keineswegs so, dass nur der 80-Jährige oder der 70-Jährige krank wird, sondern sehr wohl. Muss ich gleich was ganz Wichtiges sagen. Sehr wohl sind es junge Leute, die natürlich eine Chance haben, bei einer intensivmedizinischen Therapie das auch zu überleben. Und das ist halt der Unterschied. Aber es ist nicht so, dass junge Leute nicht krank werden. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Ich leide höllisch daran mit 76 Jahren. Das macht mich wahnsinnig im Augenblick, dass tatsächlich auch in der Redaktion, Freunde, bleib ganz ruhig, auch in der Redaktion gesagt wird, Carlo kommt wieder, der ist 76. Ich finde es einfach nicht korrekt, wenn man mir das so hinstellt, du, wir machen uns Sorgen um dich. Nein, nein, ich mache vielen Leuten Sorgen, weil ich 76 bin. Und das macht mich fuchsteufelswild, dass wir Alten jetzt in eine Ecke gestellt werden, als wenn wir sind natürlich mehr risikobeladen als junge Hüpfer, aber dass tatsächlich mit Fingern auf die alten Leute gezeigt wird, der ist alt, der darf gar nicht auf die Straße. Sag mal, spinnen wir denn? Was Sie sagen, viele in Krankenhäusern sind um bei 40. Mhm. Hallo? Das soll man sich mal klar machen. Mhm. Und da reagiere ich so böse mit, ich bin so vital und gesund und toll mit 76 und habe noch so viel vor. Ja, aber der ist 76. Na und? Also da werde ich wirklich zum Tier. Mhm. Apropos. Aber ist nicht gerade diese ganzen Maßnahmen
genau das Gegenprogramm zu dem, was Carlo von Tiedemann aufregt. Also, dass wir uns alle zurücknehmen müssen, einschränken müssen, irrsinnige Nachteile in Kauf nehmen müssen, hängt ja gerade damit zusammen, dass man die Alten nicht diskriminieren sollte. Sondern, man nicht, nein, ja. Nein, nein. Eigentlich ist es doch etwas, was es in der Geschichte der Menschheit vielleicht so auch noch nie gegeben hat. Also es hat natürlich keine Globalisierung gegeben in dem Sinne. Und wenn wir vorhin gehört haben, wie die jungen Leute von Florenz aus gestartet sind. Ich habe Freundin in Modena, die ich angerufen habe, kurz vor dem Shutdown in Italien. Und habe ich gesagt, wie geht's euch denn? Doch, hier ist alles noch ganz wie vorher. Nur die halbe Stadt ist ausgeflogen, nach Süden geflüchtet. Ja, so, also da ist furchtbar. Dann eben die Irrationalität, die Sie jetzt gerade auch geschildert haben mit den Folgen. Also die Mobilität war eine andere. Aber natürlich haben wir immer wieder Situationen gehabt, wo Erreger, die der Mensch vorher noch nicht als Wirt, nennt man das, also wo er nicht durch krank wurde, gehabt, die aus der Umwelt heraus auf den Menschen übertragen wurden. Und dann hat es meistens so 10 Jahre, 15 Jahre gedauert. Da ist es durch die sozialisierte Welt gegangen, manches Mal auch länger. Und am Ende einer solchen Pestperiode war die Hälfte der Menschen tot. Gut, also das ist jetzt nicht so, dass es das nie gegeben hat. Nein, aber der Versuch, dass alle die Last tragen und nicht die Alten abgesondert werden. Ja, das ist sicherlich. Ja, sicher. Wir haben eine andere Positionierung im Hinblick auf die Bedeutung. Was hat wirklich Bedeutung? Und ich meine, das ist ja auch das Ermutigende dieser Situation, dass wir jetzt sagen, es ist nicht die Wirtschaft das Entscheidende. Es ist nicht die Prosperität eines bestimmten Landes das Entscheidende, sondern es ist der Schutz des Lebens und das Überleben, das eigentlich wirklich Relevante. Dahin zielte meine Frage, nicht darin, dass es früher keine Pandemien gegeben hat. Florian Schröder, wie erleben Sie das? Sie wohnen, glaube ich, am Prenzlauer Berg in Berlin. Ja. Wie erleben Sie da die Leute? Sind die noch leichtsinnig oder nehmen Sie mehr Rücksicht als noch vor ein paar Wochen? Ich empfinde es so, dass der Großteil der Leute, die ich so auf der Straße sehe, schon seit einiger Zeit super vernünftig sind, in der ganz großen Mehrheit. Also sich zurückhalten, Abstand halten, in den Cafés, in denen ich auch bis zuletzt selbst noch war, haben auch die Betreiber alle gesagt, wir machen von Anfang an Abstand 1,5 Meter zwischen den Tischen. Und wenn zu viele Leute rein wollen, was auch schon länger nicht mehr der Fall war, dann machen wir einfach zu und sagen, wir sind voll, um die Abstände zu halten. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Vernunft erlebt. Natürlich habe ich auch in den Parks so aus der Entfernung irgendwie Idioten gesehen, die sich einfach zu 6 oder zu 7 da versammelt haben, als wäre nichts. Aber nach meiner ganz subjektiven Wahrnehmung war das eine Minderheit. Ich hatte das Gefühl, dass der Großteil sehr vernünftig ist, versteht, warum diese Maßnahmen jetzt wichtig sind. Und der Anteil derer, die irgendwie Corona-Partys oder so einen Schwachsinn machen, scheint mir eine große Minderheit zu sein. Also ich habe sehr viel reflektierte Vernunft erlebt auf den Straßen. Herr Professor Nagel, man sieht es nicht an, aber Sie haben schon Enkelkinder. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal gesehen? Vor 3 Tagen. Ohne große Bedenken? Es gibt ja dieses schöne Give me 5, aber auch als er Give me 5. Und die sind ja 2, 4 und 6. Der 6-Jährige hat schon irgendwie gedacht, also, müssen wir, glaube ich, nochmal übersetzen. Er heißt, dass man macht in die Luft, in die Luft, wie so ein Schattenbox. So, Air 5. Air 5. Neu gelernt oder kannten Sie schon? Standen gerade. Ihr habt gerade. Ja. Genau. Also der 6-Jährige hat gedacht, der große Vater, das ist mal so, so werde ich genannt, der hat sie jetzt vielleicht nicht mehr alle. Und die Kleinen haben gedacht, naja gut, ist halt wohl so, dass ich den Abstand gehalten habe. Und ich glaube, das ist eben das, was man tatsächlich auch einüben muss, weil ich ja theoretisch auch Überträger sein könnte zu Patientinnen und Patienten. Wir haben was Neues gelernt, wir reden nicht mehr von Selfie, sondern von Fremdi. Ja. Also jetzt nicht mehr so, sondern lass einen Dritten fotografieren. Genau. Also Selfie musst du ja... Ne, das nicht war, so nah beieinander Das war von dir, muss. Ja genau. Wir haben lauter neue Wörter gelernt. Geil, Fremdi und Air 5. Ja. Professor Nagel, ich muss wirklich sagen, dass ich was gelernt habe im Gespräch mit Ihnen. Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir wollen heute nicht ausschließlich nur über Corona sprechen, denn sonst wird man ja verrückt. Und deshalb lernen Sie jetzt diese wunderbare Frau kennen und ihre tierischen Mitarbeiter. Schauen Sie mal. Ist ja schön geworden. Ja, und ich freue mich, dass Sie da sind und dieses Thema mitbringen. Denn wir versuchen jetzt mal ein wirklich positives Gespräch in all dem Corona-Wahnsinn, den wir hier täglich erleben, seit einigen Wochen mittlerweile schon. Sie leben auf einem Hof in Melle mit vielen Tieren. Wir haben gerade einige davon gesehen. Auch wenn die Zeiten auch für Sie gerade nicht rosig sind, wir haben es ja eingangs besprochen, auch Sie sind betroffen natürlich von Corona, von diesem Wahnsinn. Über welchen Lichtblick haben Sie sich zuletzt gefreut? Was war das Schönste, was Sie erlebt haben in den letzten Wochen? Das sind tatsächlich die Momente, in denen die Tiere mir Komplimente machen, in denen sie ihre Köpfe in meine Hände drücken, in denen sie lustig sind, wenn die Hunde lachen oder wenn die Pferde Komplimente machen, wenn die meine Nähe suchen, wenn sie mitarbeiten, wenn sie mit mir in einen Moment eintauchen, wo ich wirklich mein Danach und mein Davor vergesse. Das ist wie eine Meditation. Das ist einfach das Schönste auf der ganzen Welt, wenn ich das Fell zwischen meinen Händen habe und Herz an Herz mit denen machen kann. Ich kann das total verstehen, denn auch ich bin ja sehr tierfreundlich und habe Pferd und auch Katzen. Mhm. Ihr neues Buch heißt, wenn Pferde Komplimente machen. Da habe ich mich dann gefragt, ich habe es nicht gelesen, weil die Redaktion meinte, du weißt eh schon so viel über Pferde, lies das Buch jetzt nicht, sonst kannst du das Gespräch selber führen. Ich habe mich bei dem Titel gefragt, wie machen Pferde Komplimente? Durch Nähe, durch Lidschlag, durch ein zugewandtes Ohr. Dadurch, dass sie überhaupt gar keine Oberflächenspannung haben, dass sie ganz sanft und großmütig zu uns kommen und uns Zeit geben, uns Raum geben, uns nicht aversiv bedrängen, sondern ganz zärtlich ins Gesicht schnauben, indem sie nicht nach dem Reiten von uns weggehen, sondern zu uns hinkommen, ihren Kopf auf unsere Schulter legen oder einfach wahnsinnig gerne leistungsbereit mitgehen, mitarbeiten. Ich finde, ein Pferd macht mir dann ein Kompliment, wenn es in meinen Händen schöner wird, wenn es ästhetischer wird, wenn es prächtiger wird. Und das ist auch mein Auftrag. Also ich muss es schaffen, bei allem, was ich mit den Tieren mache, mir das Einverständnis der Tiere zu holen. Ich muss das Tier für mich gewinnen und von mir überzeugen, nicht verführen und nicht überwinden. Und wenn ich das hinbekomme, dann machen die Tiere mir Komplimente. Sie folgen mir gerne und bereitwillig. Man sieht ja immer wieder, dass Menschen versuchen, das herzustellen, indem sie das Tier, muss ja kein Pferd sein, kann auch ein Hund sein, mit Leckerlis füttern und ständig belohnen, wenn das Tier was Richtiges macht. Sie sind da, glaube ich, kein großer Freund davon, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich fütter meine Tiere unheimlich gerne, aber ich besteche sie nicht. Also sie müssen nicht etwas tun, um dafür einen Lohn zu bekommen, sondern sie bekommen von mir Lob, Würdigung, Wertschätzung, Anerkennung. Und das wird tatsächlich so gearbeitet. Und das Spezialwort ist die Lobbarkeit oder mein Lieblingszitat, loben, bis das Lob wirkt. Das ist auch etwas, was wir unter Menschen immer mal wieder ein bisschen lernen müssen, nicht? Dass man, wenn man mal auf jemanden trifft, der einem wirklich gut getan hat oder der wirklich auch was Tolles gemacht hat, dass man den mal so intensiv lobt, bis man merkt, boah, das ist da jetzt angekommen. Das sieht man, das spürt man, das ist da. Und das haben wir Menschen ein wenig verlernt, aber die Tiere, die bringen uns das wieder bei, ganz bestimmt. Sie haben ein Konzept entwickelt und das heißt Harmoniologie. Woraus besteht das? Sie unterscheiden ja verschiedene Kommunikationsformen, ne? Und ich denke mal, man kann die auch auf Menschen übertragen. Genau, also die Harmoniologie besteht erstmal aus einem intelligenten Umgang mit der Harmonie. Das ist im Grunde genommen das, was wir alle wollen. Wir wollen Spaß mit den Tieren, wir wollen Spaß im Leben. Wir wollen lustig sein und wir wollen anderen zum Glück gereichen. Und dafür braucht es auch im Grunde genommen ein Konzept, was funktioniert und zwar artübergreifend. Und was ist artübergreifend im Bereich der Sprache? Wir haben einmal die räumliche Sprache. Wer bewegt wen? Das ist ja jetzt mit Rangierabstand mit 2 Metern. Mein Raum, dein Raum, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Das ist aber auch so ein bisschen der Bereich der Bewegungsintention, die wir anstreben. Dann haben wir den zweiten Teil der Sprache, das ist die leibliche Sprache. Zum Beispiel Lidschlag oder ein geöffneter Mund, ein gebrochener Winkel, die Gestik. Also wenn ich meinen Kopf jetzt so schräg lege, das ist für Sie auch schon, ne? Ja, klar, ich lese Sie die ganze Zeit, genau. Das ist Gott, Sie lesen mich die ganze Zeit. Wir reden dann nachher drüber, was Sie gelesen haben. Man kann nicht kommunizieren, das ist eben einfach der Bereich. Und wir Menschen können das noch ganz gut untereinander. Das Vorstellungsgespräch, es kommt jemand zur Tür rein. Man kann sehr, sehr schnell erkennen, ob diese Person angespannt ist oder nicht. Man nimmt Nuancen wahr der Bewegungsintention oder einer Oberflächenspannung und weiß, das stimmt etwas nicht. Ganz oft ist es im Übrigen der Lidschlag.
Und das ist ganz vielen Menschen gar nicht so bewusst, dass wenn jemand lange keinen Lidschlag hat, wird es wunderlich. Also da macht man sich schon mal Gedanken. Also jetzt, man fürchtet nicht sofort Corona, aber man fürchtet möglicherweise eine Spannung, eine toxische Energie, die jetzt hier gerade nicht hingehört. Und wobei, wenn es zu oft passiert, dann kann man auch auf Nervosität schließen. Ganz genau. Es sind ganz viele so kleine Männer zum Beispiel, die Frauen interessant finden, die fassen sich immer mal an die Nase. Jetzt werden sie ständig. Ich dachte, die fassen sich an die Nase, wenn die lügen. Naja, das möglicherweise auch. Manchmal hängt das ja auch miteinander zusammen. Könnte sein, aber jetzt fassen wir uns ja nicht mehr an die Nase. Hier fasst sich heute keiner mehr an die Nase. Wenn Ihre Füße zum Ausgang gucken zum Beispiel, dann möchten Sie gerne aus dem Gespräch heraus. Jetzt gucken meine Füße, also einer zu mir, zu Ihnen. Genau. Und wenn Sie sich umsetzen und das Becken drehen, dann möchten wir auch das Thema einmal wechseln. Das sind viele so Kleinigkeiten, aber wir wollen ja gar nicht über Menschen sprechen, sondern vielmehr über Tiere. Ja, die Frage ist ja, also man kennt das ja, Körpersprache, Semimolcro, da gibt es ja auch Standardwerke, da haben wir uns alle vielleicht schon mal so ein bisschen mit beschäftigt. Was bedeutet das, wenn man die Gefühlshand so versteckt oder mit verschränkten Armen da sitzt? Aber inwieweit können Tiere das lesen? Tiere sind A, die besten Menschentrainer aller Zeiten und B, können sie die körperliche Sprache, also unsere leibliche Sprache, das ist ja nun mal auch deren Fachgebiet, am allerbesten einschätzen. Tiere nehmen uns wahr über, klar, die visuelle Wahrnehmung, aber natürlich auch sehr olfaktorisch. Also sie riechen uns, sie nehmen Dinge an uns wahr, von denen wir gar keine Ahnung haben. Die wissen oft schon, wie wir drauf sind, bevor wir morgens die Augen aufgeschlagen haben. Mhm. Und sagen einem das dann auch ohne Rücksicht auf Verluste sehr direkt. Und wir müssen halt einfach mal gucken, dass Tiere im Dialog mit dem Menschen viel, viel mehr von uns wissen, als wir vielleicht preisgeben wollen. Das macht die Tiere für uns so wahnsinnig verführerisch, weil man sagt immer, die lügen nicht. Hat aber auch eine Kehrseite der Medaille, man kann die nicht anlügen. Also ein Tier ist, wie es ist, nimmt uns wahr, wie wir sind und am besten sind wir einfach genau so, wie wir sind und sagen die Dinge auch so, wie sie sind. Aber als was nehmen die uns denn wahr? Als Tiere. Als Tiere? Hm. Nee. Doch. Also ich bin für meinen Kater, den ich auch ohne Ende liebe. Nein, kein Kater, aber ein anderes Wesen. So wie ein Zebra oder ein Warzenschwein oder... Sagen wir mal Zebra. Ja. Das ist interessant. Also ja, wir sind ganz normal Tiere für die Tiere. Tiere auf zwei Beinen? Ja. Ganz normal würde ich, würd ich jetzt anzweifeln. Ja. Nicht wegen mir jetzt. Nein. Was ist denn der größte, Sie trainieren ja auch Menschen im Umgang mit Tieren. Was ist der größte Fehler, der Generalfehler, den Sie beobachten? Die Interpretation. Das ist dieses Gemischen oder Aufmischen von Wirklichkeiten. Also in dem Moment, wo ich meine Emotionen dem Tier überstülpe, weil ich weiß genau, wie mein Tier sich fühlt, mache ich den größten Fehler aller Zeiten. Das führt in das allergrößte Missverständnis überhaupt. Mein Tier hat eigene Gefühle. Ich kann überhaupt nicht wissen, wie meine Hunde sich fühlen. Ich kann sie ja nicht danach befragen. Jede Antwort auf diese Frage ist meine Antwort. Das ist meine Wirklichkeit. Ja, aber wir versuchen natürlich auch, unser Tier zu lesen. Und Sie sagten ja gerade, manchmal ist es vielleicht auch ein schiefer Kopf, der etwas aussagt. Bei Pferden sagt das auch was aus, ob der Kopf schief hängt oder die Ohren bei Pferden oder auch bei Hunden, die Form der Ohren, die das knurren oder nicht. Also ist das falsch, wenn wir versuchen, das zu lesen und auch die Sprache der Tiere zu verstehen und uns daraus dann einen Rahmen machen? Nein, das ist genau richtig. In dem Moment, wo wir eine beobachtende Annäherung an das Tier haben, keine interpretative. In dem Moment, wo ich ein Tier beobachte, muss ich es von vorne bis hinten studieren und ich muss auch in der Lage sein, es zum Beispiel mal in seiner Freizeit anzuschauen. Ja, also nicht nur im Dialog mit dem Menschen. Wo trägt der Hund die Rute, wenn er alleine ist? Wo trägt er sie im Umgang mit mir? Wie ist seine Körperhaltung zu mir? Steht er frontal oder präsentiert er mir eine Schulter? Ist das Mäulchen geschlossen oder schlägt er seitlich? Was würde das konkret heißen, wenn er frontal zu mir steht oder wenn er mir die Schulter zeigt beim Hund? Das wüsste ich jetzt nicht. Wenn er zum Beispiel frontal zu mir steht und er steht vorne sehr aufrecht, wir müssen den ganzen Hund angucken. Ja. Das Vorderfußwurzelgelenk, das ist das zweite Gelenk, was man von unten sieht, ist steif. Der hat eine Zehenballenfußung, stachselt also so ganz aufrecht rum. Das Maul ist geschlossen, die Barthaare sind auf 90 Grad angestellt. Das Ohr ist stramm nach vorne, der hat ein großes Auge ohne Lidschlag, der Rücken ist fest und die Rute ist unbewegt. Dann Anspannung, würde ich sagen. Genau, dann hole ich mir Hilfe. Okay. Ja, dann plant der Kollege Dinge, die vielleicht gar nicht so unbedingt in mein Programm hineinpassen. Und dann wird es auch Zeit, dass ich darüber nachdenke, ob ich vielleicht meine Fragen falsch gestellt habe, ob ich in den
Funktionskreis oder in den Tanzbereich des Hundes hineingetreten bin, ob ich zu forsch war oder ob ich vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit oder mehr Ruhe, mehr Geduld eine bessere Antwort meines Hundes bekommen würde. Sie trainieren seit mehr als 30 Jahren Border Collies. Und zwar auch in der Arbeit. Also nicht, dass die einfach bei Fuß laufen, sondern dass die eben zum Beispiel Schafherden hüten können und auf bestimmte Kommandos hören. Warum sind Border Collies dafür besonders geeignet? Sind die intelligenter als andere Hunderassen? Ja, also das ist schon eine Form von Intelligenz, die uns nicht unbedingt immer nützt. Also manchmal sind sie einfach ein bisschen zu schlau für uns Menschen. Die Border Collies sind seit über 150 Jahren in dem Grenzgebiet zwischen Schottland und England, sind sie in den Borders, sind sie entwickelt worden. Die sind reine Weg auf diesen speziellen Beutetrieb gezüchtet worden. Also das ist gar nicht, dass das so Klugscheißer sind, sondern das sind Hunde, die einfach die ganze Zeit morden wollen. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Das ist ja schön sympathisch. Total sympathisch. Ja. Und dabei sind die auch noch wahnsinnig schlau. Nicht? Die sind extrem wendig, die sind, sehr triebstarke Hunde. Und durch die gute Schulbarkeit und das hohe Maß an Intelligenz sind wir Hirten in der Lage, diese Hunde so punktgenau nachher zu steuern und auszubilden. Das sind absolute Spezialisten in einem ganz speziellen Bereich der Tierhaltung und Koppelgebrauchshunde. Hat hier irgendjemand, Sie hören, ihr hört alle so aufmerksam zu, hat jemand einen Hund oder ein, also du hast eine Katze? Herrlich. Ja? Wir haben lange einen Hund gehabt, im Moment nicht. Ich möchte einen Hund haben. Das reicht nicht, Giovanni. Das hat mich total fasziniert zugehört. Und wir unterhalten uns. Florian? Nein, unser Kater ist 12. Kein Hund. Kein Haustier? Ja, genau. Die Erziehung von Katzen so ist meine ganz Frau einfach. Es dauert nicht lange und wir tun, was wir wollen. Aber wir sind noch nicht so weit. Vielleicht nach diesem Gespräch, vielleicht ändert sich da einiges. Dann komme ich auf Sie. Ja, gerne. Jederzeit. Ich würde gerne mal einen kleinen Ausschnitt zeigen aus Ihrem Programm. Sie treten ja auch auf mit den Tieren, die Sie trainieren. Und dann habe ich dazu eine Frage. Vielleicht können wir das mal einmal einspielen. Und zwar den Ausschnitt von der Show. Ist das auf der Equitana gewesen? Auf der großen Pferdemesse, was wir da sehen? Ich glaube, das ist auf der Equitana gewesen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, auf welcher. Aber auf der Equitana zum Beispiel sind wir auch aufgetreten. Eine wunderbare Pferdemesse, die Hop-Top-Show. Und da sind unsere Ziegen. Wir machen das als gesamte Familie gemeinsam. Das ist auch ein großes Glück. Ihr Mann ist dabei, Ihre Tochter ist mein Mann, meine Tochter reitet mit, genau. Ja. Das ist unsere Tochter, unsere Pferde, unsere Hunde. Das ist natürlich eine Show, die wirklich sehr lebendig ist. Dadurch, dass wir sie leben, als Familie leben. Es ist also weniger ein Zirkusprogramm. Es ist eher eine Kür mit vielen Geistern und ein bisschen unser Handwerk als Kunst präsentiert. Und mit dem sind wir nun auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren international auf den ganz großen Veranstaltungen unterwegs und sehr dankbar dafür. Wir haben jetzt gerade Pferde gesehen in dem kurzen Ausschnitt. Wir haben Ziegen gesehen. Sie haben gerade über die Border Collies, über die Hunde gesprochen. Welches von diesen Tieren lässt sich am leichtesten, letztlich ist es ja dressieren, oder welches folgt, oder wie würden Sie sagen, welches macht am besten mit? Wie würden Sie es ausdrücken? Ach, ich wünsche immer, dass alle gut mitmachen, aber jeder hat auch mal eine andere Idee dazu, zu dem Programm, was wir da haben. Also die Pferde sind für mich relativ einfach. Mhm. Auch der Dialog mit dem Hund ist ja ein direkter Dialog. Ich gebe dem Hund die Anweisung, ich stehe mit dem Hund im Kontakt. Bei den Ziegen ist es ein bisschen spannender, weil die Ziegen tun ja das, was die Hunde ihnen sagen. Ah, sie gehen ich über sage die Hunde den an die Hunden, Ziegen. Was sie den Ziegen sagen sollen. Und dann machen die Ziegen das hoffentlich. Also das ist würden so eine... die Ziegen nicht auf Sie hören? Nein, um Gottes Willen. Also zumindest kann ich einer Ziege nicht sagen, jetzt spring auf diesen Land Rover. Sondern die Ziege sagt dann, ich tue einen Teufel, ich gehe hier die Blumen aufessen, die hier so rumstehen. Aber ich springe jetzt nicht auf dieses Auto, obgleich sie gerne springen. Also wir versuchen in unseren Shows immer das zu zeigen, was jedes Tier auch am liebsten tut. Die Border Collies hüten, die Pferde, die arbeiten frei oder galoppieren und tun einfach pferdetypische, prächtige Dinge. Und die Ziegen springen eben gerne. Und so kombinieren wir das ein bisschen. Und die Hunde, die Sie haben, die arbeiten ja auch tatsächlich noch mit Schafen zusammen. Ja, genau. Ne? Die arbeiten bei uns im Betrieb. Das sind richtige Arbeitshunde. Und wovor haben Sie im Moment mehr Angst? Vor dem Wolf, der wieder lebt hier in Deutschland, der wieder eingezogen ist in die Wälder, oder vor Corona? Für uns sind es tatsächlich zwei große existenzielle Bedrohungen. Mit dem Wolf setzen wir uns nun schon etwas länger auseinander. Wobei ich erst mal sagen muss, ich habe überhaupt nichts gegen den Wolf. Ich bin absoluter Tierliebhaber und ich liebe auch Wölfe.
in dem Rahmen, allerdings nicht so sehr in einer Kulturlandschaft. Da beißt es sich einfach. Und für uns Landwirte schließt sich einfach die Koexistenz mit dem Wolf, mit dem großen Raubtier Wolf, nahezu aus in dem Moment, wo wir eben auch noch die Kulturlandschaft pflegen sollen. Das bringt tatsächlich eine riesengroße Bedrohung und Bereiche der Verkehrssicherheit, die wir nicht mehr gewährleisten können mit unseren Herden und so weiter. Das wirft für uns natürlich schon auch eine nervliche Belastung auf. Von daher gehen wir nicht ganz unbelastet in diese Corona-Krise hinein und müssen jetzt einfach mal gucken, wie man das alles so ganz gut voneinander bringt. Also ob Wolf oder Corona, das Wichtigste bei allem ist, dass wir gesund bleiben und dass wir viel dafür tun, dass wir gesund bleiben, dass wir uns Komfortzonen schaffen, dass wir uns Glücksmomente schaffen und dass wir uns auch mal ablenken und auch mal über was anderes nachdenken als über Bedrohung, über Wölfe und Viren und was es alles auf dieser Welt gibt. Also im Grunde genommen lernen wir das Große jetzt von den Tieren noch ein bisschen größer zu machen und viel Ballast über Bord zu schmeißen. Judith, wir haben das in diesem Gespräch auch versucht und ich wünsche Ihnen, dass Sie beide existenziellen Krisen meistern, sowohl den Wolf als auch Corona. Herzlichen Gruß an die Tiere. Dankeschön, dass Sie da sind. Ganz schnell eine Frage stellen. Ich habe es ja für die Familie versprochen. Unser Kater ist 12, Anton, gewaltig. Kann man Katzen oder Kater erziehen? Ja, die 12-Jährigen kann man noch ein bisschen verwöhnen, die nächsten 4, 5 Jahre. Genau. Und mit der Erziehung. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja. Vielleicht hätten wir etwas eher drüber sprechen sollen. Ja, ich verstehe. Alles klar. Carlo, wir können sprechen. Meine Katze apportiert sogar einen Ball. Macht Sitz, kommt, wenn ich sie rufe. Ja, ihr arbeitet ja beide für den NDR. Ich glaube, das könnt ihr vertiefen bis zum Ende. Ja, ist ja gut. Nach der Tagesschau. Ja, genau. Aber ich würde gerne noch was nachtragen zu der Dankbarkeit. Weil mir ist, als Sie erzählt haben über die Tiere und die Dankbarkeit, die sie auch auslösen, habe ich daran gedacht, wie wir ja jetzt auch lernen, wieder anders dankbar zu sein. Und wenn man nur an die Bilder denkt von den Menschen, die auf den Straßen, von dem Balkon aus, von den offenen Fenstern aus applaudieren und sich zusammenfinden, das ist ja etwas, was weltweit stattfindet, ist ja nicht nur in Deutschland, dann kann man merken, dass wir auch in all diesen Herausforderungen ein Stück weit mehr Mitmenschlichkeit lernen und das auch üben. Und das ist natürlich auch eine wirkliche Chance. Applaudieren also, zum Beispiel morgen 20 Uhr, konkurriert leider mit der Tagesschau. Also. Aber für die Ärzte und Pflegekräfte, die... Ich glaube 18 Uhr, ne? Nee, 20 Uhr. Ja? Aber ich wohne schon so weit auf dem Land, schon so lange, dass ich das gar nicht mehr weiß. Ich wollte nur erklären, was mit dem Applaus ist. Ich applaudiere eigentlich immer für Pflegekräfte rund um die Uhr, seit vielen Jahren. Also wir können ja über die Zeit noch mal sprechen. Die Zeit müssen wir noch mal klären, aber die Verabredung, einen Applaus zu machen. Großer Sprung. Unser nächster Gast hat ein Buch geschrieben, das heißt Stark durch Krisen. Er weiß, wovon er redet. Vor 20 Jahren begann seine große Krise. Er wurde entführt mit seinen Eltern und 18 anderen Geiseln, war 140 Tage in Geiselhaft. Durch islamistische Terroristen auf einer philippinischen Insel. Und ich glaube, Sie haben alle, wenn Sie den folgenden Film sehen, wieder eine Erinnerung dran, was Mark Wallert widerfahren ist. Bitte schön. Mark Wallert, danke, dass Sie hier sind. Ich glaube, es ist Ihr erster Fernsehauftritt im Zusammenhang mit diesem neuen Buch, das Sie geschrieben haben, was sehr bewegend ist. Wenn Sie diese Bilder sehen, vor allen Dingen aber, wenn Sie sich erinnern, ist es eine Erinnerung des Schreckens oder funktioniert das menschliche Gehirn so, dass man das Schrecklichste einfach absondert? Naja, es ist beides. Also auf der einen Seite war das natürlich eine ganz bedrohliche Erfahrung, eine ganz schwierige Erfahrung, die ich auch wirklich niemandem wünsche. Wenn ich heute aber daran auch zurückdenke, dann bin ich durchaus auch dankbar, weil ich da während dieser Zeit auch sehr, sehr viel gelernt habe, was mir auch heute im Leben hilft und was ich zu teilen auch als Geschenk empfinde. Und dazu gehört zum Beispiel die Wertschätzung für das, was ich vorher für selbstverständlich gehalten habe im Leben, wie zum Beispiel Freiheit oder Friede. Ganz einfach das, was ich dort während der Entführung entbehrt habe und was für mich vorher ganz normal war. Und dafür bin ich dankbar auch. In dem Buch sagen Sie, wenn ich konfrontiert werde, auch in den Interviews, die Sie danach gegeben haben, mit der Frage, sind Sie traumatisiert durch diese Erfahrung, dann sagen Sie überraschenderweise nein. Wie kommt das?
Zum einen, weil es tatsächlich so ist. Also ich habe die Zeit sehr gut überstanden. Ich hatte für ganz kurze Zeit hatte ich von den Gefechten, Sie hatten es in dem Einspieler, wir wurden beschossen. Das war eine sehr intensive Erfahrung, von der ich auch mal nachts aufgewacht bin. Das waren die philippinischen Streitkräfte, die Sie eigentlich befreien sollten. Ganz genau. Mhm. Das war schon sehr, sehr intensiv. Davon habe ich für ein paar Wochen geträumt. Das war aber auch sehr schnell wieder weg. Und ich habe danach mich auch von einem Psychologen mal prüfen lassen und über all die Jahre einfach keine Folgen festgestellt. Insofern kann ich das tatsächlich ausschließen. Ja, Punkt. Also ich kann sagen, ich bin tatsächlich nicht traumatisiert und bin auch sehr dankbar für und habe mich im Nachhinein gefragt, woran lag das und habe dann eben überlegt, was waren jetzt eigentlich der Grund dafür, dass es mir da sehr gut ging und anderen vielleicht auch nicht ganz so gut. Ich sehe die ganze Zeit aus dem Augenwinkel, dass Professor Nagel so zustimmt, nickt. Warum? Ja, weil es ja durchaus so ist, dass Krankheit in ähnlicher Weise auf ein menschliches Schicksal einwirkt. Wenn man eine schwere existenzielle Krankheit hat, dann ist das etwas, was einen natürlich bedroht. Aber wenn man sie übersteht, dann hat man natürlich etwas gewonnen. Mhm. Wir haben mal Untersuchungen gemacht zur Lebensqualität von jungen Menschen. Einmal Menschen, die Dialysepatienten sind, die also alle 2-3 Tage zu einer Blutwäsche müssen, weil ihre Nierenfunktion nicht gut funktioniert. Mhm. Die haben wir verglichen mit Studierenden, die überhaupt gar keine Erkrankung haben, und mit Nierentransplantierten, also solche, die diese Dialyse überwunden haben durch eine Transplantation. Ja. Mhm. Man würde jetzt annehmen, dass der noch nie ein Problem gehabt hat, also der Studierende, dass der die beste Lebensqualität hat, aber weit gefehlt. Mhm. Er denkt, seine Prüfungen sind schwierig, das Leben ist überhaupt schwierig, die Freundin ist vielleicht weggelaufen, also ist die Lebensqualität schlecht, während der Nierentransplantierte mit Abstand die beste Lebensqualität hat, indem er nämlich eine Erfahrung durchlebt hat, im positiven Sinne verarbeitet hat. Und das würde ich bei Ihnen auch so sehen. Trotzdem wünscht man keinem Menschen eine Geiselhaft von 4 Monaten, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Ja? Wenn Sie noch mal in der Erinnerung, Sie hatten ja diese Entführer, die müssen auch, weil Sie gesagt haben, nur die philippinischen Streitkräfte haben geschossen. Die haben ja auch geschossen, manchmal nur aus Bösartigkeit, um sie zu terrorisieren, um sie nachts wach zu kriegen. Gibt es wenn man sich die Gruppe der Bösewichte anschaut, gibt es da mit der Zeit unterschiedliche Typen, also Menschen, die einem im Bösen näher kommen und andere, die immer furchtbarer werden? Die gibt es überall. In allen Gesellschaften, in allen Gruppen gibt es immer alle Charaktere auch. Und das waren eben auch, je länger man da war, auch eine ganz differenzierte Gruppe von Menschen. Und es gab eben die Fanatiker, die auch wirklich böswillig waren und uns ohne Augenzucken auch enthauptet hätten. Es gab aber auch Menschen, Die Drohung war absolut ernst gemeint. Die wurde auch in einer anderen Geiselgruppe parallel auch wirklich umgesetzt. Insofern sehr, sehr reelles Risiko. Es gab aber eben auch Menschen, die in diesen Umständen vergleichsweise hilfsbereit waren und unter den Umständen uns auch immer wieder geholfen haben. Also bin ich heute auch nicht, ich habe kein Problem mit irgendeiner Religion oder mit, also ich fühle mich da, habe mich da nie gefühlt als ein Entführter von islamischen Gläubigen, sondern von Terroristen. Und das ist ein großer Unterschied. Ich finde das immer wichtig zu sagen. Wie haben Sie denn Ihre Leidensgenossen empfunden? Gab es da Menschen, die mit der Zeit immer liebenswürdiger waren und andere, die Sie am Ende am liebsten selber erwürgt hätten? Nein, also erwürgt hätte ich da niemanden. Es ist aber einfach so, dass man natürlich, wenn man als Gruppe auf so für so lange Zeit ohne eine Tür, auf engstem Raum ist. Sehen wir gerade Bilder, schauen Sie mal, vielleicht können Sie sie selber erklären. Das sind die Leute, die Sie bewacht haben? Das sind die Entführer, ganz genau. Das sind einige von ihnen. Hier sehen wir einen Marsch von einem Versteck ins andere mit Reissäcken als Transportmitteln und immer wieder auch schießenden Entführern. Haben die Entführer anderen, die Aufnahmen gemacht? Wie das sind alles Aufnahmen von Journalisten, die zuhauf auch zu uns gekommen sind und auch diese
uns vor Ort gefilmt haben. Darauf war es auch angelegt, diese Entführung. Das, vielleicht muss ich das Nagel erklären. Das ist das Verrückteste, wenn man dieses Buch liest. Ja. Man hat das Gefühl, also das war ja ein Nervenkrieg, also bis dieses Geld gezahlt wurde und bis man sich einig wurde, bis man versucht hat, der philippinischen Armee zu entkommen und trotzdem an das Geld ranzukommen. Und in dieser Zeit kamen nicht nur Journalisten, sondern offenbar auch Schulklassen und besichtigten die Geiseln, die da waren. Mhm. Und es kamen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Pakete aus Deutschland an. Ja, das war in vielerlei Hinsicht war es auch eine ganz verrückte Erfahrung dort. Also die Tatsache, Journalisten vor Ort zu haben, was für uns eine große Hilfe war in vielerlei Hinsicht. Der Tatsache haben wir viel zu verdanken. Und dass tatsächlich Menschen zu uns kamen, einfach um uns anzuschauen, wie es uns geht. Und diese Erfahrung, einfach permanent unter Beobachtung zu sein, das war auch eine Erfahrung, die sehr, sehr extrem ist. Und das finden Leute komisch, wenn ich sage, diese mangelnde Privatsphäre war eine große Belastung, weil man denkt, das Schießen oder die Enthauptungsandrohung, dass das so die einzigen Themen sind. Das ist aber eine große Belastung. Und ich versuche ja immer, den Übertrag zu machen, auch aus dem, was ich dort gelernt habe, in die Welt der Menschen, mit denen ich auch arbeite. Und oder die auch mein Buch lesen zum Beispiel. Und ich glaube ganz fest, dass das auch etwas ganz Wichtiges sein wird, wenn jetzt Menschen auch zum Beispiel für möglicherweise längere Zeiträume zu Hause sind, ja, auf engstem Raum, dann ist das auch eine sehr intensive Erfahrung, dort nicht mal rausgehen zu können. Und das kann selbst innerhalb einer Familie, und ich liebe meine Eltern, wir sind ein starkes Team, und das ist trotzdem eine ganz intensive Erfahrung. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen, wie man damit umgeht. Sie waren jetzt gerade, glaube ich, bei der Corona-Quarantäne. Jetzt war ich bei der Corona-Quarantäne, genau. Sie waren vorher, da habe ich Sie leider unterbrochen, als ich Sie gefragt habe, wie entwickelt sich die Dynamik in einer Gruppe. Ja. Und da waren Sie gerade angekommen, als Sie gesagt haben, jeder entwickelt bestimmte Fertigkeiten. Oh, ja. Und im besten Falle respektiert man dann die unterschiedlichen Eigenschaften und die unterschiedlichen Stärken und findet dann wieder so zusammen. Absolut. Und ein Teil dieses Teambuildings, was da stattfindet, das ist zum Beispiel auch Konflikte. Also das habe ich dort gelernt. Ganz wichtig auch, wenn man zusammenkommt auf engstem Raum mit unterschiedlichen Menschen, die man möglicherweise gar nicht so intensiv kennt, dann gibt es erstmal so eine Storming-Phase, wie man sagt, in dem man auch aneinander gerät. Aber das ist auch eine klärende Phase, aus der dann ein Team hervorgeht, was auch gut funktioniert. Und dazu gehören dann zum Beispiel bestimmte Rollen, dass also Menschen in dieser Situation, es gibt alle Rollen schon, wenn man 10 Menschen nimmt oder uns irgendwo hinbringt, dann sind die Rollen vordefiniert. Die Frage ist nur, wer sie besetzt. Welche war denn Ihre? Naja, meine Rolle war zum Beispiel, und das hängt auch, die Rollen hängen miteinander zusammen. Also als Beispiel, meine Mutter war immer eine ganz starke Frau. In dieser Situation ist sie aber aus einem guten Grund in eine ganz große Schwäche reingekommen. Und das hat mich wiederum in eine Helferposition gebracht, was eine sehr, sehr dankbare Rolle ist, ja, die sehr, sehr viel Kraft gibt, weil man ja sehr stark mit der Angst ist. Also bei anderen, das ist im Übrigen auch in schwierigen Phasen, die möglicherweise jetzt sind, eine sehr, sehr gute Hilfe. Wenn man anderen hilft, hilft man auch sehr stark sich selber. Und eine sehr verrückte Situation, wo mir das so klar geworden ist, wie extrem viel Kraft das geben kann, in so eine Helferrolle zu gehen. Die ist, wie gesagt, sehr, sehr dankbar. Das war, als wir eben einmal unter Beschuss waren durch das philippinische Militär. Und wir, meine Mutter, die bewusstlos war, haben sie auf eine selbst gebastelte Trage genommen, also mein Vater und ich und noch 2 weitere Geiseln, und dann letztlich durch diesen Kugelhagel durchgetragen und uns immer hingeworfen, wenn so eine Granate angeflogen kam. Das klingt alles jetzt nach Heldengeschichte. Mhm. So, Fakt ist, in dieser Situation hatte ich einfach so einen starken Fokus darauf, dass meine Mutter nicht runterfällt. Mhm. Ja, weil die bewusstlos war, die wäre nicht mitgekommen. Und dadurch hatte ich eigentlich gar nicht so viel Zeit oder so viel Fokus, um mein eigenes Leben. Und das hat zum Beispiel, also nimmt auch die Angst, und ich glaube, das kennen auch viele Menschen, die in schwierigen Situationen, Unfall oder wenn es brennt, dann auf einmal in ihre Ruhe kommen, andere beruhigen, die sind in der Situation kraftvoll und fühlen sich auch am richtigen Ort. Aber wonach haben Sie sich in diesen 140 Tagen am meisten gesehnt?
verrückterweise, also am meisten, ich habe mir immer Bilder gemacht und das war auch ganz wichtig in der Phase. Je schlimmer es war, desto stärker schon vorwegzunehmen, wie wird es mal sein, wenn ich auf diese Zeit zurückblicke. Und für mich war das die so wirklich ein positives Bild, wo ich mir vorgestellt habe, ich komme raus, ich bin frei, ich werde meinen Bruder wiedersehen, ich werde ihn in den Arm nehmen können. Also ich habe einen älteren Bruder, der uns in der Zeit von außen unterstützt hat. Und mit ihm dann auf die Freiheit mit einem kühlen Bier anzustoßen. Das war schon was. Dieses Bier haben Sie gehört, gesehen, so, das mit, gerochen. So, mit allen Sinnen. Und das ist auch was, was auch jetzt, ich muss immer den Übertrag machen, ist ganz wichtig. Also ich habe einleitend ja gesagt, dass ich sehe so viele Parallelen zwischen dem, was ich damals erlebt habe und zwischen dem, was ich jetzt beobachte. Das sage ich voller Zuversicht. Ja, das, weil ich ja selber auch überlebt habe und zwar unbeschadet. Und ich habe ja eben auch gespürt, es gibt Mittel und Wege, wie man sehr gut durch eine Zeit, wie schwierige Zeiten kommen kann. Und ich glaube, wir haben gerade für alle Menschen in unserer Gesellschaft gerade schwierige Zeiten. Und ein Mittel, wirklich gut durchzukommen, ist sich eben jetzt schon mal vorzustellen, wie werde ich denn auf diese Situation zurückblicken und was wird dann Positives auch rückblickend da sein. Und ich glaube, da ist ganz viel, und eins haben Sie schon genannt, Herr Nagel, die ganz große Wertschätzung für so vieles, was wir heute nicht wahrnehmen. Das kann Gesundheit sein, das kann diese soziale, persönliche Kontakte sein und das kann auch einfach Bewegungsfreiheit sein. Sind für uns oder die Solidarität, die wir jetzt alle erleben. Ne? Die auch. Und du hast uns die Solidarität, die wir jetzt alle erleben. Solidarität. Ja? Es entstehen ja so wunderschöne Dinge auch, und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, auch aus all diesen, ich fasziniere mich ja irgendwo für Krisen, nicht weil ich irgendwo mich irgendwie darin suhle, sondern weil ich einfach merke, dass daraus ganz häufig Dinge hervorgehen, die sonst nicht entstanden wären. Und hier kann zum Beispiel gerade gesellschaftlicher Ruck auch kommen, wo Menschen in Solidarität gehen. Das spüre ich auch im Nachbarschaftsumfeld, ganz tolle Initiativen und auch ganz handfeste Dinge, wie die Tatsache, dass jetzt endlich mal ganz viele digitale Lösungen im Bildungsbereich entstehen, die längst überfällig sind. Und all das wird irgendwann mal so sein. Sie sind ja ein Experte für Situationen, wo Menschen unter einer starken Belastung innere Stärke entwickeln. Das nennt sich dann Resilienz. Ist es in dieser Krisensituation, die wir in unterschiedlicher Form alle durchleben, was hilft denn da, sich möglichst die Gefahr zu ignorieren oder sich möglichst diese Angst möglichst nah an sich herankommen zu lassen? Das ist genau eine spannende Frage, weil viele Menschen sich immer fragen, soll ich jetzt Angst haben? Ja, soll ich jetzt Angst haben oder soll ich optimistisch sein? Und es ist, man braucht beides gerade. Also man soll auf der einen Seite sich jetzt, das ist ganz wichtig, sich auf eine lange Zeit einstellen. Nicht denken, das ist schnell vorüber. Ja, das ist ein Fehler zu denken, das ist jetzt in einer Woche rum. Warum? Wir haben das damals genauso gemacht. Man hat uns gesagt, in 2 Tagen seid ihr frei. Was passiert? Innere Euphorie. Ja, das ist schon fast rum. 2 Tage sind rum, man fällt in ein ganz tiefes Loch. Bei mir wurden 140 draus. Ja. Noch schlimmer ist, man stellt sich gar nicht auf diese 140 Tage oder beliebig viele ein. Und das ist extrem wichtig. Und für Menschen auch heute sollten dasselbe tun, wie wir damals gemacht haben. Nämlich sich für eine lange Phase, auch zum Beispiel, es gibt ganz viele Dinge, was man tun kann, aber körperlich fit halten ist gerade ganz wichtig. War bei uns überlebenswichtig, weil wir ja gar keine medizinische Versorgung hatten. Ist auch jetzt wichtig, weil ja auch hier die Medizin, Versorgung ist vielleicht in ein paar Wochen nicht ganz so leicht, ist mal einfach zum Arzt zu gehen oder mal eben in die Notaufnahme. Deswegen, das sind Dinge, die sollten sich Menschen auf der einen Seite ganz bewusst machen und zugleich aber auch optimistisch bleiben. Also davon ausgehen, dass das am Ende gut ausgehen wird und man sogar gestärkt daraus hervorgehen kann. Mhm. Beides. Ich glaube, dass ganz viele Menschen noch in Erinnerung haben, die Bilder ihrer Eltern, sowohl der leidenden Eltern, als auch der Eltern, die sich freuen, als sie sie endlich wieder in die Arme schließen konnten. Darf ich fragen, wie es Ihnen heute geht? Schauen Sie, da sehen wir noch mal die Umarmung zwischen Ihnen und Ihrer Mama. Genau. Sie waren ja der Letzte, der freigekommen ist. Genau. Da ist noch der Bruder, da ist noch der Bruder, der mit ihm, glaube ich, nach Tripolis geflogen war. Ja,
Der jetzt nicht, aber der war auch da, ganz genau. Der ist, hat mich sogar abgeholt. Das kühle Bier, was ich mir vorgestellt habe, wurde dann ein warmes Bier in der Dose in Tripolis. Das war nicht das leckerste, aber das war das schönste Bier meines Lebens. Tatsächlich ist es wahr geworden. Meinen Eltern geht es heute toi toi toi. Also sie sind ja nicht jünger geworden, es geht ihnen aber wirklich sehr gut. Und die genießen also, so wie ich auch, ihr, so empfinden wir das, ihr zweites Leben, was uns geschenkt wurde. Herr Waller, danke. Ich habe danke. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Mann, der offenbar hellseherische Fähigkeiten hat. Denn sein aktuelles Programm heißt Ausnahmezustand. Und er hatte schon vor Ausbruch der Corona-Krise geschrieben. Florian, in welche Glaskugel hast du geguckt? In gar keine. Also tatsächlich ist rückblickend gesehen jetzt vieles von dem eingetreten, wovon ich den Leuten auf der Bühne seit 2 Jahren etwas erzähle. Und wenn man so ein Programm vorbereitet, dann hat man meistens irgendwie ein Thema, man hat eine Idee, irgendwas, was einen beschäftigt. Bei mir war so das Thema Gut und Böse, Begriffe, die so in der Luft lagen. Und dieses permanente Gerede vom Ausnahmezustand, das wir eigentlich schon seit Jahren haben. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, ich möchte das Programm eigentlich Ausnahmezustand nennen, weil ich glaube, dass das die Stimmung, die wir seit einiger Zeit schon haben, in Deutschland, auf der Welt, widerspiegelt. Und dann habe ich es so genannt. Und dann habe ich mich tatsächlich aber auch damit beschäftigt, was ist das eigentlich, der Ausnahmezustand? Was passiert da? Und deswegen ist es so ein bisschen eine Ironie, weil ich natürlich in keine Glaskugel geguckt habe, ja, sondern maximal vielleicht irgendwie ein Gespür für den Zeitgeist hatte, jetzt zu sehen, dass das jetzt alles eintritt. Jetzt hast du das passende Programm zur Zeit. Aber du hast überhaupt keine Möglichkeit, letztlich es auf großen Bühnen aufzuführen. Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Natürlich sind bei dir auch alle Veranstaltungen abgesagt. Du kannst nicht mehr auftreten in Theatern, auf irgendwelchen Events. Darf ich fragen, wie sehr dich das finanziell trifft? Naja, das sind natürlich schon Einschnitte, das ist völlig klar. Ich bin in der komfortablen Situation, dass ich vorsorgen konnte, dass ich Rücklagen bilden konnte, was ich auch immer getan habe, weil ich beim Thema Geld ein unglaublich biederer, konservativer Mensch bin. Ich habe ein Spießer! Total! Ich habe keine Ahnung von Spekulation. Ich habe das nie gemacht, das interessiert mich auch nicht. Ich habe viel zu viel Angst davor. Davor habe ich wirklich Angst, nämlich, dass man da irgendwie plötzlich Geld verliert. Insofern falle ich jetzt für eine Weile ganz weich. Aber natürlich ist es so, dass es erstmal ein Einschnitt ist. Wobei ich über das Finanzielle gar nicht so sehr nachdenke, sondern es ist eher diese seltsame Situation, dazustehen und zu sagen, was mache ich jetzt eigentlich mit der ganzen Zeit, die plötzlich frei ist, weil man hat sich ja auch so eingestellt energiemäßig auf das, was jetzt vor mir liegt, und jetzt ist eben eine komplett neue Situation da. Und wenn ich mir Sorgen mache, dann eigentlich tatsächlich eher um eine Kulturlandschaft im weitesten Sinn. Also ich wollte gerade fragen, weil du hast jetzt gut vorgesorgt, weil du sagst, du bist da ein Spießer, was das angeht. Es gibt ja viele Kollegen, die konnten gar nicht so gut vorsorgen und einige haben es auch einfach nicht getan. Was glaubst du, müsste gemacht werden jetzt? Auch von Seiten der Regierung oder vielleicht auch von Seiten von uns, um hier zu helfen, um das Schlimmste zu vermeiden? Also es gibt ja seit gestern jetzt den 40 Milliarden Euro Schirm in Anführungsstrichen für sogenannte Solo-Selbstständige, was ich eine sehr lustige Bezeichnung finde. Bist du auch, ne? Solo-Selbstständige. Ich hoffe, ja. Ich bin zwar auf Tour immer mit Techniker unterwegs, aber ich glaube, ich falle darunter, ja. Aber das reicht natürlich nicht. Also klar müsste hier viel mehr passieren. Es geht ja nicht nur um Künstler. Es geht ja um Veranstalter, es geht um kleine Bühnen, es geht um das, was wir irgendwie Kulturlandschaft nennen. Und wovon wir unendlich viele freie Mitarbeiter in allen Bereichen, richtig, von denen man immer wieder jetzt den Satz hört, ich weiß schon nächsten Monat oder diesen Monat nicht mehr, wovon ich meine Miete bezahlen kann. Völlig richtig, genau. Und weil es hängen Bühnenbauer dran, ne? Techniker, es hängen Toningenieure dran, die eben keine großen Summen verdienen und die wirklich auch ihre Familien davon ernähren. Richtig, müssen, ne? Genau. Und die auch gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Rücklagen zu bilden. Die können das gar nicht, das geht nicht. Und um genau diese Leute geht es. Und deswegen habe ich auf meiner Facebook-Seite und auch bei Twitter so einen Aufruf gestartet. Genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ja. Und zwar am 12.03. hast du dazu aufgerufen, dass Menschen, die eine Veranstaltung
gebucht haben, dass die doch bitte nicht das Geld für ihr Ticket zurückverlangen sollen. Ja. Wie waren die Reaktionen darauf? Die Reaktionen waren sehr gespalten. Also es gab sehr viele, die, glaube ich, zum ersten Mal verstanden haben, dass man, wenn man beispielsweise in eine Show von mir geht, eben nicht nur den einen da auf der Bühne sieht. Die meisten denken ja, ja klar, der kommt da hin, der macht irgendwie eine Show und da ist er halt. Und dann fährt er irgendwie wieder nach Hause und dann hat er ein Hotel. Sondern dass daran ab einer gewissen Größe eine riesige Maschinerie sitzt, die man im On nie mitbekommt. Genauso wie hier bei 3 nach 9. Ne? Ich darf mal sagen, wir haben hier auch 4 Kollegen an den Kameras, sonst sind es 5. Wir haben jetzt versucht, einen zu sparen. Ja. Und natürlich auch sehr, sehr viele Menschen in der Regie, die da gerade sitzen. Tonregie und Bildregie. Und wir haben Gästebetreuer normalerweise. Und es hängen einfach ganz viele Menschen dran, die man nicht wahrnimmt. Und die auch abhängig sind natürlich auch von ihrem Gehalt. Ja, das ist genau wie in jedem Restaurant, in jeder Kneipe, wo du ja auch ganz viele Leute hast, die Buchhaltung machen müssen, die ganzen Zettel abheften müssen. Das ist eine riesige Infrastruktur. Und deswegen habe ich dazu aufgerufen, wenn sich die Menschen, die Zuschauer, und das ist mir ganz wichtig, wenn sie sich das leisten können, wenn sie selbst für sich die Möglichkeit sehen, vielleicht nicht jede Eintrittskarte zurückzugeben, sondern darauf zu verzichten, das ausgegebene Geld wieder einzufordern. Mhm. Und deswegen ist mir, das habe ich auch versucht, in dem Posting klarzumachen, es geht mir um die für sich selbst sagen, ja, ich kann mir das leisten, es soll für niemanden existenzgefährdend sein. Es ist auch nicht so, dass ich sage, hier Almosen für mich oder für irgendjemanden, es geht mir dabei gar nicht um mich, sondern einfach um eine Branche, die wir irgendwann hoffentlich in wenigen Monaten oder in einem halben Jahr auch alle wieder zu schätzen wissen wollen. Und wenn Leute sagen, naja, ich habe aber hier wahnsinnig teure Karten, die kann ich nicht verfallen lassen, ich habe viele. Gab auch Leute, die haben mir geschrieben, ja, ich habe im nächsten Jahr für 800 € Karten gekauft, die kann ich nicht alle nicht zurückgeben, die muss ich zu einem Teil zurückgeben. Dann sage ich, ja natürlich, niemand erwartet das von dir, dass du die alle zurückgibst, aber vielleicht einen Teil. Und wenn du in der luxuriösen Situation warst, dir für Veranstaltungen im Wert von 800 € Karten zu kaufen, vielleicht kannst du dann 400 € zurückverlangen und die anderen Karten irgendwie so. Deswegen jeder nach seinem Maß und was für ihn gut ist. Wie groß, ja. Sehr gut. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Finanzielle ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass man ja irgendwie seine Energie jetzt hat und auch nicht weiß, was man mit seiner Zeit machen soll. Ja. Ja. Was machst ich du jetzt? Ich habe diese Woche aus der, wie man so sagt, aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich habe am Dienstag angefangen, einen täglichen Livestream bei Instagram zu machen. Mhm. Das heißt, jeden Abend um 20.15 Uhr... Das finde ich gut. 20.15 Uhr erst nach der Tagesschau. Ja, so. Ich habe auch inzwischen zugesteckt bekommen, dass die große Aktion für die Ärzte und das Pflegepersonal, die sich jetzt um Corona-Kranke kümmern, um 21 Uhr sein soll, sodass also auch unter diesem Gesichtspunkt die Tagesschau gerettet ist. Richtig. Und ich habe das jetzt ohne Witz tatsächlich deshalb so gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte erstens, dass die Leute Tagesschau gucken. Und das sage ich nicht, weil du hier sitzt, sondern weil ich es einfach essentiell finde. Es wäre aber auch okay, wenn du es nur sagen würdest, weil ich hier sitze. Und wenn um 20 Uhr die Heute-Sendung lief, würde ich sagen, ich möchte, dass die Leute heute gucken. Es ist auch egal, was sie tun sollen. Sie sollen auf jeden Fall öffentlich-rechtliche Nachrichten gucken. Das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass es natürlich jetzt sehr viele Leute gibt, die müssen Homeoffice machen. Das heißt, müssen, sage ich deshalb, weil sie Familie haben und weil Leute, die 2 Kinder zu Hause haben und Homeoffice machen müssen, das ist echt ein Spagat. Und ich die Hoffnung habe, dass um 20 Uhr, 20.15 Uhr vielleicht auch die Kinder im Bett sind und ich für eine Dreiviertelstunde bei Instagram und ab der nächsten Woche auch auf meinem Facebook und auf meinem Twitter-Kanal eine Dreiviertelstunde von mir unterhalten werden. Ich improvisiere auch. Es ist eigentlich nicht der Versuch, ein Programm zu machen. Das möchte ich auch nicht. Ich erzähle lustige Sachen. Manchmal habe ich Gäste, die ich zuschalte. Mhm. Und ich möchte einfach nur den Leuten eine Dreiviertelstunde bieten, wo wir gemeinsam so ein bisschen am digitalen Lagerfeuer sitzen und gemeinsam gucken, was beschäftigt uns. Und die Leute kommentieren, es kann jeder kommentieren, ich gehe drauf ein. Und wir sind in einer Form von Gespräch, virtuell, aber trotzdem ist es eine Form von unterhaltsamem Gespräch. Aber darf man in diesen Zeiten auch innerhalb dieses Programms, was Sie jetzt entwickelt haben, auch Witze machen über Corona? Ich habe durchaus Witze gemacht über Corona, natürlich nicht weder über das Virus selbst noch über Opfer, aber über das, was drumherum passiert. Ne? Also da gibt es ja unendlich viel. Also wenn man sieht, jetzt ist Homeoffice angesagt, dann sagt man natürlich, da sagen viele, das ist toll, ich liebe mein Zuhause, wenn nicht die anderen alle da wären, die dieses Zuhause auch als Zuhause ansehen. Und dann wird's plötzlich ich kenne Menschen, die verstecken sich vor ihren Kindern. Ja, und für viele Leute aus dem mittleren bis oberen Management ist
ist Homeoffice eine Gelegenheit, zum ersten Mal die Kinder persönlich kennenzulernen. Ja. Das muss man ja auch wahrnehmen. Also da ist eine Menge los. Ja. In Frankreich, habe ich gelesen, kaufen sie gerade Kondome, ja, um die Zeit im Homeoffice zu überbrücken. In den Niederlanden Cannabis und bei uns kaufen sie Klopapier. Was sagst du als Kabarettist, was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir wirklich, ich bin fassungslos. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich nur wirklich auf küchenpsychologisch primitivste Art dem Phänomen annähern. Ich hab letzte Woche, als ich in meinem Livestream unter Schröder Live, meinem Instagram-Account, habe ich die Leute gefragt, könnt ihr euch das erklären? Das konnte keiner. Also ich kann mir nur erklären, der Deutsche weiß nicht, was Corona ist und hat das Gefühl, es ist eine Infektion, die Durchfall auslöst. Ich weiß es nicht. Die zweite Erklärung ist, wir wollen reinbleiben, wir wollen sauber bleiben, wir wollen eine weiße Weste haben. Der Deutsche ist ein Saubermann, das ist das Klischee. Vielleicht bewahrheitet es sich hier. Vielleicht sind wir einfach spaßbefreit. Vielleicht wollen wir uns gegenseitig einwickeln mit Klopapier. Vielleicht wollen viele eine neue Sexualpraktik ausprobieren. Keine Ahnung. Nein, das ist das, was Burka meine Hysterie gemacht hat. Ja, Burka komplett verkleidet und die Geschlechtsorgane bleiben frei, damit man Spaß haben kann. Ich kann es nicht erklären. Ich habe jetzt in der kommenden Woche in meinem Livestream einen Psychologen zu Gast und werde versuchen, am Donnerstagabend, Leon Windscheid, und werde versuchen, den mal dazu zu befragen, ob der mir das aus psychologischer Sicht erklären kann. Ich bin fassungslos. Also, wenn es wenigstens Rotwein wäre oder Bier, wird man noch sagen. Ja, das ist, oder der Deutsche, der will Bier. Aber Klopapier? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Nicht nur Klopapier wird dringend gebraucht und gekauft, sondern auch der Absatz von Sexspielzeug, ja, ist auch in Deutschland gestiegen. Mhm. Und das hast du auch zum Thema schon gemacht. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob in deiner Instagram-Show, aber auf jeden Fall auf Social Media. Ja. Zu welchem Ergebnis bist du da gekommen? Und zwar, ich habe das mal recherchiert. Ich habe gelesen, die Italiener 60% über Erwartung, der Verkauf der Sexspielzeuge, Frankreich 40%. So, und dann habe ich das mal für Deutschland. Ich fühle mich in keiner Weise angesprochen. Nein, nur weil wir heute in Italien sprachen und sie noch Verwandtschaft haben. Ja. Giovanni sucht sich auch immer aus, ob er Deutscher sein möchte oder Italiener. Nein, in diesem Falle nicht. Bei Sexspielzeug ist er Deutscher, das heißt Klopapierhamster. Die Lorenzo hat Klopapier. Genau. Also, dann habe ich mal einfach so aus Spaß, aus Recherchegründen, habe ich bei Google eingegeben, und das kann ich nur empfehlen, das zu Hause nachzumachen, googelt mal Sexspielzeug Corona. Das erste, was kommt, ist eine chinesische Internetseite mit dem Namen AliExpress, die anbietet, ich zitiere, Masturbationsstangen mit dem Namen Corona von einem chinesischen Hersteller für 6,79 €. Das geht doch. Ich schwöre es. Bitte googelt es nach. AliExpress heißt die Firma. Sie müssten das Ding wirklich rausgenommen haben, wenn es nicht mehr da sein sollte. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich kann es beweisen. Es ist wirklich wahr. Eine schönere Pointe gab es für mich nicht zur Situation der Zeit. Die Frage ist dann, ob die das jetzt erst entwickelt haben, ob die wieder sehr schnell waren. Das Ding war ausverkauft. Oder ob das früher ausverkauft. Okay. Ich weiß nicht, ob es schon länger ausverkauft war oder jetzt aufgrund der Nachfrage. Ja. Du beschäftigst dich ja jetzt nicht nur mit Kondomen und Sexspielzeug, sondern auch und vor allem mit der politischen Situation. Wie bewertest du das Krisenmanagement der Bundesregierung? Wir hatten ja auch eine Regierungserklärung von Angela Merkel diese Woche. Zum ersten Mal. Ne? Ja. Zum ersten Mal eine Fernsehansprache. Das war schon ein für mich persönlich bedeutender Moment. Ich habe meinen Livestream verschoben, ich war aufgeregt, weil sie da so saß und 15 Minuten gesprochen hat. Ich finde es ehrlich gesagt insgesamt, und das meine ich ganz unironisch, ich finde, dass das insgesamt wirklich gute Arbeit ist, die alle Beteiligten da machen. Ich finde es sehr entspannend, dass an der richtigen Stelle das sonst oft kritisierte Parteiengezänk sofort eingestellt wurde. Ich finde es besonders beruhigend, dass eine Demokratie, die in den vergangenen Jahren so sehr unter Beschuss war und als so unfähig dargestellt wurde und als so, unfähig, die wichtigen Probleme anzugehen, dass wir in diesem Moment sehen, dass jetzt, wo es wirklich auf etwas ankommt und wo es auch darum geht, das Schwierigste, was man in einer Demokratie managen kann, zu managen, nämlich einen Ausnahmezustand, das ist verantwortungsvoll, das ist besonnen, das ist ruhig und Schritt für Schritt getan wird. Und bei aller Kritik, die ich über die Jahre auch an der Kanzlerin als Komiker hatte, hatte ich an diesem Abend der Regierungserklärung das Gefühl, ich bin so unendlich froh, dass diese Frau eine Regierungsansprache hält und dass es nicht andere sind, weder in diesem Land, die es hier machen könnten, noch wenn ich ins Ausland gucke, die Johnsons und die Trumps. Und da war ich ernsthaft dankbar. Es gibt kein Parteiengezänk.
Kritik, hast du gerade gesagt, und jetzt hältst du dich auch sehr vornehm zurück in Kritik. Ist das vielleicht auch eine Folge von Corona, dass selbst die Kabarettisten, die politischen Beobachter, die Zyniker jetzt einfach mal sagen, wir solidarisieren uns und jetzt geht es gerade um was anderes? Ich denke ja, also es geht um Solidarität auch bei uns und es geht um, es stellen sich jetzt andere Fragen und viel klein klein ist egal, aber ich wäre auch jederzeit bereit, komödiantisch, auch mit Pointen, das Handeln der Regierung zu kritisieren, wenn ich es für angemessen hielte. Mhm. Aber der gute Satiriker, der gute Komiker zeichnet sich ja nicht dadurch aus, dass er per se auf Regierende draufhaut, sondern er kritisiert möglichst unterhaltsam das, was sie tun. Und wenn ich sehe, dass ich Markus Söder für einen der verantwortungsvollsten Politiker im Moment halte, von wenigen Situationen. Du warst jetzt abgesehen. Nicht so der große Fan in den letzten Nein, Jahren. Nein, ich fand immer Söder ein furchtbar vorgestriges Raubein. Das noch erinnern wir uns 2018, als er überall Kruzifixe aufhängen wollte. Ja. Und der hat sich ja komplett gewandelt. Und das muss man dann auch anerkennen. Und ich wäre ja dann nicht ein besserer Satiriker, wenn ich jetzt sagen würde, ich hau auf Söder drauf, obwohl er einfach gerade für Bayern ein verantwortungsvolles Management macht. Mhm. Und Jens Spahn, wie beurteilst du sein Handeln in der Krise, unser Gesundheitsminister? Auch das sehr, sehr bedacht. Auch da war ich sehr kritisch, auch dem gegenüber, was er als Gesundheitsminister getan hat. Ich habe ihn noch massiv kritisiert für seine Sterbehilfepolitik, die bis vor wenigen Wochen ja aktuell war, bis das Verfassungsgericht entschieden hat, die ich fatal und unmenschlich fand. Und dazu stehe ich auch. Ich fand ihn in vielen Punkten ganz, ganz schwierig. Jetzt im Moment, finde ich, macht er das sehr verantwortungsvoll. Meine einzige These ist, dass die CDU/CSU, nämlich Spahn und Söder, offenbar den gleichen Coach haben. Und zwar, da findet die Habeckisierung einen Resilienz-Coach wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Also, wenn ich mir angucke, wie sanft die beiden geworden sind. Das waren Stellst ja wirklich, du da Parallelen fest zwischen den Das beiden? Sind Rabauken gewesen. Und zur gleichen Zeit merkt man, ich sehe Söder bei Anne Will Sätze zu anderen Gästen sagen wie, ich danke Ihnen, dass Sie sprechen. Ich finde es wahnsinnig interessant. Darf ich vielleicht auch kurz noch was dazu sagen. Ne? Das hätte es vor einem Jahr nicht gegeben. Jetzt halten Sie den Mund, jetzt bin ich immer dran, jetzt will ich immer sagen, wie man das richtig macht. Das haben nämlich nur in Bayern verstanden. Also da hat sich wirklich, da ist was passiert. Und ich möchte wissen, wer war der Typ, der ihm beigebracht hat, dass man differenziert sein kann, dass man zuhören kann und dass man nachdenklich sein kann. Wer das geschafft hat, der hat einen Award verdient. Noch ein positives Ergebnis aus der Corona-Krise. Letzte Frage, Friedrich Merz. Ja. Ist, soweit ich weiß, in Quarantäne. Ja. Ja, vor allem ist er erkrankt. Ja, ja, der ist wirklich erkrankt. Und es sind gut oder schlecht für ihn, jetzt von der Bildfläche verschwinden zu müssen? Naja, man hat vorher nicht so wahnsinnig viel zum Thema von ihm gehört. Er hat ja auch eine Woche vorher, am 12., also eine Woche bevor er selbst sich bekannt hat, dass er infiziert ist, hat er noch auch auf Social Media, wenn ich es richtig glaube, ich habe es bei Twitter gesehen, mit großer Offensivität eine Veranstaltung gemacht, wo ich einen Post sah, in dem stand Friedrich Merz, trotz Corona 700 Menschen und er tritt auf. Und da dachte ich, naja, jetzt ist er infiziert, da kann man nur gute Besserung wünschen. Und ich wünsche ihm grundsätzlich jenseits seiner Infektion, dass es ihm gelingt, die richtigen Worte zur richtigen Zeit zu finden, im Gegensatz zu bisher. Und wenn es ihm nicht gelingt, habe ich mehr Material. Und dann hast du einen guten Coach für ihn, ne? Das haben wir auch gelernt. Richtig. Vielen Dank, Florian Schröder. Sehr gerne. Und vielen Dank an alle unsere Gäste, dass sie da waren in diesen ganz toll, dass sie gekommen sind, wirklich. Und gerade in schwierigen Zeiten kriegt man vielleicht besonders gute Gespräche hin. Das liegt aber nur an Ihnen. Vielen, vielen Dank und auch an Sie, die uns zugeschaut haben. Alles Liebe und passen Sie gut auf sich auf. Wir sehen uns schon bald wieder. Und zwar, wenn Sie möchten, übernächsten Dienstag mit Talk im Ersten. Da ist 3 nach 9 wieder in der ARD im Ersten zu sehen. So Gott will, so genau weiß man es in diesen Zeiten nicht. Wir geben jedenfalls unser Bestes und wünschen Ihnen gute Gesundheit. Wir halten es mit Florian Silbereisen und sagen, bleiben oder werden Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Vielen Dank.